Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Brettspielfreunden Rhein-Sieg. Wir haben was Neues wieder dabei. Ja. Ich habe es euch mal durch gezeigt zumindest. Final Frontier, schönes Kriegsspiel, Strategiespiel, genau, Taktikspiel. Genau, was echt cool ist für 2 bis 4 Personen, 30 bis 120 Minuten oder auch länger. Oder auch länger. Ab 12 Jahren, ich zeige es noch von hinten noch. Viele Miniaturen dabei. Ich hatte ja die Edition von Spieloffensive gekauft, wo auch die Erweiterungen direkt dabei waren. Hast auch einen guten Kauf mitgemacht. Definitiv. Große Klasse. Und ja, Olaf, Brettspiel, Geflüster, kennt es auch noch nicht. Und wir werden jetzt mal ein Let's Play folgen lassen, dabei das Spiel auch erklären oder nochmal erklären, damit ihr da dann Übersicht kriegt, reinkommt. Und dementsprechend wünschen wir euch viel Spaß damit und ja, mal sehen, wie das Ganze dann ausgeht und wie unser Fazit dann am Ende aussieht. Bis gleich. Also ich kann mir jetzt irgendeine Karte ziehen. Richtig? Genau. Was ist ein Sandkartenlimit? Weil ich habe eine Karte. 4. Ach, Russland fängt das ja an. Das wird aber auch erst in der Unterhaltsphase dann zerstört, wenn es zu viel Karten ist. 4. Okay. Moskau. Fängst du jetzt an? Russland. Sie hat schon eine Karte gezogen. Jetzt bist du noch eine Karte ziehen. Kannst du außen von was? Weil ach so. Pro Stadt, die du hast. Also jetzt haben wir nur ein Dings hier. Das heißt für ach so, es ist nicht ein Spieler, der alles ausführt? Nein, genau. Okay. Ja, dann nehme ich mal... Und wenn du jetzt noch eine Stadt unter Kontrolle hättest, dann könntest du noch eine Karte mehr ziehen. Das sind Städte? Oder was? Ja. Das sind Städte, genau. Das sind Flughäfen. Bei Flughäfen darfst du dann zum Beispiel ein Kartenlimit erhöhen. Ah, das steht hier plus 1 okay, Kartenlimit. Okay. Siehst du, hier steht das dann, kannst du eine Karte mehr ziehen und hier ist das Kartenlimit erhöht. Ach du Scheiße. Oh, die Schlacht um die Städte dann halt, wa? Achso, du? Sind das alles die gleichen? Nee, ich bin dran. Ne? Nee, Quatsch. Nee, ich bin doch Amerika. Ja, ich hätte das falsch ziehen dürfen. Ja. Ich hätte das falsch ziehen dürfen. Du warst noch gar nicht angewiesen. Ja, Entschuldigung, aber es macht keinen Unterschied, weil er die Verteidigungskarte genommen hat. Was sind was für Karten? Ich sehe es nicht grün. Angriff, Verteidigung, Taktik. Achso, und eine Medaille kriegt man natürlich dafür, wenn man ein Gebäude errichtet und wenn man einen Kampf gewinnt. So, jeder hat eine Karte gezogen, ne? Mhm. Dann sind wir jetzt bei Verstärkung. Setze Einheit deiner Wahl ins Hauptquartier. Weil wir jetzt hier noch keine aktiven Vorposten haben oder irgendwie Fabriken, kannst du natürlich jetzt nur dann im Hauptquartier irgendeine Einheit aus deinem Vorrat ins. Und da fängt auch wieder UDSS an. Genau. Genau. Okay. Ja, so jetzt im Moment, weil hier die erste Runde so ist, ne? Mhm. Achso, Panzer kann man nur bauen, wenn man eine Fabrik hat, ja? Mhm. Außer im Hauptquartier natürlich, ne? Da kannst du natürlich eine hinsetzen. Hauptquartier kannst du alles hinsetzen. Da wir alle keine Erfahrung mit dem Spiel haben, wird es eigentlich ganz lustig. Ja, das wird echt spannend. Ja, die nimmt auf. Ja, und die nicht? Nee, hat ja keiner genommen. Ich habe es nicht aufgeladen. Achso, und du bist dir sicher, dass nicht einer alles macht? Nein. Okay. Ist so. Ist so. Weil es ist so. Ist so. Also stimmt, Quatsch, jetzt haben wir schon wieder die Reihenfolge falsch gemacht. Ne? Ich hätte ja vor dir. Ich muss erst dran. Also ich habe nicht ich muss erstmal noch meine Verstärkung machen. Erst UdSR, Erst UdSR, dann England, dann Deutschland, Deutschland. Und du bist letztes. Amerika. Dann die Insel. Ja. So, setze eine. Politisch korrekt, bitte. Setze eine dahin. Überpieps einfach. Ausschneiden. Sagt ihr das, Ist klar, mein Freund. Das wird, glaube ich, bei diesem Spiel sehr viel gepiepse. Ja, glaube ich auch. So, du darfst jetzt. Ich darf jetzt mir entweder eins von diesen aussuchen, genau, ne? Genau. Und es hat dann halt auch wieder halt die Vorteile, was man halt aussucht. Jetzt, wenn ich jetzt Angreifverteidiger wäre, rein theoretisch gesehen. Ja, ich sag mal, du brauchst halt Infanterie, um Gebäude zu errichten, ne? Du brauchst also nur eins, um ein Gebäude errichten und eine, um die zu aktivieren. Was ist eigentlich, wenn man in ein Gefecht gerät und das einmal durchlaufen hat und es stehen aber von beiden noch Einheiten da? Dann belauern die sich nur noch. Das heißt, das Gebiet ist dann auch Grenzgebiet. Das heißt, wenn du zum Beispiel da Punkte kriegen würdest, das wäre vorher dein Gebiet gewesen, du kriegst dann eine Karte mehr. Passiert nichts. Das heißt, solange da mehrere drinstehen, passiert gar nichts. Und der Krieg wird erst wieder ausgeführt, wenn der nächste irgendeine Armee da reinzieht. Krass. Das ist total clever. Dadurch kannst du auch vollkommen beeinflussen,
dass die Leute zum Beispiel weniger hier, wenn du Sterne hast, wenn du Sterne hast, heißt das ja jedes Mal, dass du einen Siegpunkt mehr hast, ne? Also hier auf der Leiste. Dadurch kannst du verhindern, zum Beispiel, wenn dann der Gefecht noch nicht ausgefüllt ist, ist ein Siegpunkt weniger. Ist auch total geschickt, wie die Städte jetzt natürlich platziert sind, ne? Weil die ja zu jedem angrenzen. So, ich so, Berlin bei uns. Das ist ganz böse. Ich darf eine Sonderfertigkeit benutzen, nämlich bei der Verstärkungsphase, die wir haben. Ich werfe eine Karte ab und darf mir zwei Infanteristen reinsetzen. So, so. Stimmt, ich muss ja, da sollte man vielleicht nochmal hingucken. Ja, das ist der Vorteil der. Scheiße, hätte ich mal. Ja. Der Befreier des europäischen Landes. Man muss ja nett sein. Boah, das ist eigentlich auch eine geile Aktion. Oh, aber die Reihenfolge der Verluste ist immer gleich, ne? Mhm. Man verliert immer also, zuerst Infanterie, Panzer. Genau. Das wird dann halt so das abgehandelt. Ne? Infanterie kriegt das, so. Hat, jeder seine Einheiten gesetzt? Oh. Ja, meine Gesetze. Ja. Das heißt, vierte Aktion ist, du kannst eine Angriffskarte ausspielen. Jetzt bist erstmal du eine längere Zeit dran. Du kannst jetzt erstmal eine Angriffskarte wählen, ob du sie ausspielen willst. Wenn nicht, dann alle Truppen deiner Wahl bewegen. Panzer dürfen zwei, alle anderen nur eins und Flugzeuge drei. Und du kannst mit dem Flugzeug zwei Infanterie mitnehmen oder zwei Infanterie und eine Artillerie. Was ist ein Vorposten nochmal? Vorposten ist hier so ein kleines Gebäude. Hier so da muss ich bauen, ne? Das musst du bauen. Mhm. Und dann, wenn du dann jetzt aktiviert hast, kannst du auch an dem Gelände dann jedes Mal eine Infanterie bauen. Okay. Ist ja fast wie Risiko. Ja, viel besser eigentlich. Das ist ja viel ausgiebiger hier. Sag ich ja fast. Obwohl die neuen Risikoteile, wie bei Star Wars und so, hast du auch sehr komplexe Sachen. Ja? Mhm. War das richtig? Ja. Du kannst auch noch weiter bewegen. Und natürlich gehört einem das Gelände auch nur, wenn natürlich was drinsteht, ist klar. Denn ich möchte da ein Gebäude errichten. Also solange was drinsteht in dem Fall. Ja, pass auf. Alle Truppen bewegen, Gebäude errichten. Ja, da kannst du jetzt, kannst ein Gebäude errichten. Hm. Was möchtest du denn errichten? Fabrik oder so ein Vorposten? So ein Vorposten. Dann tust du den rein. Das kommt wieder da rein. Wir legen den hier nochmal so hin, dass man es auch erkennen kann. Und den, wenn du dann aktivieren willst, musst du den dann auch direkt da drauf setzen. Mhm. Weil dann kannst du dann in der nächsten Phase da produzieren. Gefecht abhandeln willst du nicht, Gebäude richten hast du gemacht. Dann ist jetzt Amerika dran. USA. USA. Amerika, Australien. Amerika, Australien. So, ich errichte hier auch so ein Teil. Auch so ein Teil. Ja, den da noch so. So. Da errichte ich dann. Noch so ein Teil? Ja, oder mache ich eine Fabrik da? Mit zwei Sternen? Mhm. What? Zwei Sterne. Und ja. Ich glaube, das war's. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil wir kriegen, glaube ich, wie jetzt mal beim Gebäude errichten haben, kriegen wir ja so ein. Eine Medaille, ne? Das heißt, du kriegst schon eine. Cool. Wie viele Gebäude kann man in eine Runde bauen? So zwei, das heißt, wenn du umdrehst, ist es immer zwei. Also weiß ist eins, umdrehen ist zwei. Und dann bin ich mit meinem Zug. Würde passen, mit Russland? Deutschland! Ja, Karte spiele ich nicht. Ich fliege aber hier hin und fahre hier hin. Na, so klar. Ja, du musst natürlich auch gucken. Karte ausspielen gibt es auch nur zu bestimmten Zeitpunkten, ne? Also. Was? Ja, jetzt. Ja, ja. Jetzt am Anfang, aber spiele ich nicht. Nee, achso, du hast so die Sonderfähigkeit, oder? Hier steht doch, du kannst eine Angriffsbefehlskarte ausspielen. Und die spiele ich nicht. Gucken deine Wahl. Ja, ich war in der falschen Spalte, genau. Alles gut. Dann. Bekommen wir jetzt dafür eigentlich zwei Siegpunkte theoretisch, weil hier zwei Sternchen sind? Genau. Das gleich für dann, wer da in der Reihenfolge dran ist. Was macht ein Vorposten nochmal?
Die erstellen. Du kannst entweder eine Fabrik bauen oder einen Vorposten. Im Vorposten kannst du Infanterie bauen und mit einer Fabrik kannst du alles außer Infanterie bauen. Ja. Als mechanische sozusagen kannst du dann bauen mit einer Fabrik. Hm. Ja, ich baue hier einen Vorposten. Beziehungsweise, warte mal. Du brauchst aber zwei, ne? Wenn du den aktivieren willst, ansonsten nicht. Ansonsten ist der Vorposten steht da alleine. Ach so. Genau. Dann mache ich das so. Oder? Ja. Warte mal, lass mich mal überlegen. Hier fängt es an, weißt du? Gezogen ist gezogen. Bombardiert ihn. Cheater. Ich finde, eigentlich können die Amerikaner sich auch mit den Deutschen verbinden. Ne? Also ich als England, wir waren, sind ja Verwandte, so, ne? Russen? Ja, klar. Ah, das Problem ist, alles und alle früher. Ich habe so wenig Infanterie. Tja. Ja, ich auch. Dann bewege ich die dahin. Dann. Obwohl. Ja, und zieh die mal da. Ich glaube, damals war ich ja so ein Cousin von dem Namen. Ne? Machst du da noch was? Oder machst du noch weiter? Ziehst du noch weiter irgendwie? Nee, ich zieh nicht weiter. Dann errichte ich da einen Vorposten. Hast du schon alles? Achso, ja. Okay. Ja, genau. Hab ich doch gesehen. Natürlich. Der kommt weg? Der kommt in deinen Vorrat. Achso, ja, stimmt. Sonst hast du bald nichts mehr. weg. Fertig. Wie im realen Leben, ne? Irgendwann hatten die Deutschen nichts mehr. So. Mein Part. Jetzt dürfen die Briten. Dum. Da, 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 Fabrik. Fabrik. Oh, das Schöne ist, wenn die Städtchen alle weg sind und sonst alles, dann gibt es auch nichts mehr zu bauen. Dann musst du schon andere niedermachen, um die zu kriegen. Und hier ein Vorposten, bitte. Danke. Das heißt, ich kriege... Oh ja, du bekommst auch so. Genau. Und da kommst du auch hin. Genau. Dann ist es auf schwarz umlegen, weil du zwei hast. Du musst auf weiß. Und das ja, war's dann mit meinen Zügen. Das wird schnell sehr eng, merke ich. Da brauchst du ein kleines Feld nur haben, ne? So, jetzt kommt Taktikkarte ausspielen. Also man könnte jetzt, theoretisch, kannst du dann wieder anfangen. Kannst du eine Taktikkarte ausspielen? Nö. Willst du eine Taktikkarte ausspielen? Ich habe einen Plan. Also, so heißt die Karte. Ach so. Lege diese Karte offen vor dir aus. Ein Spieler deiner Wahl erhält dauerhaft minus einen Siegpunkt, solange diese Karte im Spiel ist. Diese Karte zählt zu deinem Handkartenlimit. Du. So. Der Erzfeind der Deutschen. So. Ich muss ja ein paar Flugzeuge zulegen. Das bringt dir gar nichts. Gut, dann Wettrüsten. Aber das sind doch Siegpunkte hier, oder? Das sind auch Siegpunkte. Ja klar, das ist Stern drauf. Alles, wo ein Stern drauf ist, sind Siegpunkte. In der nachfolgenden Runde zählt jeder Spieler die Sterne, die von ihm kontrollierten Gebiet. Dazu zählen auch die Sterne von Fabriken und Vorposten, für Städte und Flughäfen, für alle anderen strategischen Punkte, die du kontrollierst. Um als musst du mindestens einen deiner jeweils Plättchen stationiert haben, genau. Medaillen. Achso, je zwei Medaillen sind ein Siegpunkt. Also du kannst dir jetzt erst überlegen, ob du was in Forschung legen willst zum Beispiel. Wie war das jetzt mit der Forschung? Du hast ja unten auf deinen Karten hast du Werte draufstehen. Und da kannst du, wenn du eine Medaille hast, eine Anzahl Medaillen, kannst du Karten in deine Forschung legen. Das heißt, wenn du die Punkte zusammenziehst und 15 Punkte zusammenziehst, hast du auch gewonnen. Ja, okay, ich habe ja nur eine Medaille. Dann kannst du eine Karte theoretisch in die Forschung tun. Nö, noch nicht. Mehr bringt Forschung nichts. Ja. Okay. Ja gut, ich meine, du kannst dadurch hier viele Punkte vielleicht zusammenkriegen, ne? Und dann darf ich auch gewinnen. Selbst wenn ein anderer vielleicht mehr Gebiete hat, anders hier aber. Ja, 15 Forschungspunkte insgesamt hieß das doch. 15, ja. Schwierig. Ja. Hat keiner, ne? Mhm.
Das war Wettrüsten, ne? Genau. Und Unterhaltsphase. Eliminiere alle überschüssigen Truppen, die sich auf dem Spielplan und Flugzeuge, die sich auf Gewässer befinden. Wirf alle überschüssigen Kantkarten ab. Also 4 davon haben, ich habe 3. Handkarten habt ihr auch nicht zu viele, ne? Mhm. Wir haben da nur 2 Einheiten überall drin, da sind nirgendwo 4 Einheiten drin, ne? Mhm. Alles okay. Was man darf, gut, nicht mehr als? 3. In einem Feld haben? Ja. Und wenn, du in einer Gefechtssituation, also wenn das ein Gefechtsfeld ist, ne, also wo Krieg war, sonst, da dürfen nur 2 drin sein. Wenn das zum Beispiel 3, du hast da noch 3 Dinger drin stehen und der andere hat nur 2, dann muss es einen eliminieren. Ah, okay. Nee. Das heißt, hier kann ja eh nie mehr stehen als das, was jetzt da drin ist. Nee, das, dein Hauptquartier zählt natürlich nicht dazu. Achso, da darf mehr drin stehen. Ja, okay. Vorposten aber 3. Genau. Gut. So. Das heißt, wir müssen den Siegpunkt zusammenzählen, ne? Das heißt, die UdSSR fängt mal an. Ich hab 3. 1, 2, 3. Ja, 3. 3, ja. Die auch? Wenn du 2 hättest. Hast du aber nicht. Achso. 1, 2, 3. Genau. Dann zähle ich mal. 1, 2, 3, 4. 4. Nee. Eine Medaille. Brauchen wir nicht mit. Ach, doch, genau, 5. Dauerhaft. Stimmt. Dauerhaft 4. Ein weniger. 4. Und wie mies die Karte ist. Und wer 10 Siegpunkte hat, gewinnt? Ja. Ja. Das geht ja schnell. Nee, das geht ja jetzt wieder zurück. Das ist ja jede Runde 9 gezählt. Ah, okay. Das wird nicht drauf gezählt. Okay. Ja, ja, okay. Das heißt, wenn ich auf einmal jetzt, wenn du hier ein paar Sachen wegmachst, dann habe ich plötzlich wieder nur 2 Siegpunkte in der nächsten Runde. Das heißt, da musst du auch noch... Du musst die auf einmal haben. Okay. Ja, ja. So, du bist dann, ne? Das heißt, 2. 2. Oder zählt das hier auch als einmal? Dann sind es 3. 3. Ich habe 3, 4, 5. 3, 4, 5. Und hier 6, 7. Nee, 6. Das zählt nur als einer. Okay, schade. 2 Medaillen zählen als ein Siegpunkt. Ah. Aber dann, nicht schlecht bis jetzt, ne? Dann darf jetzt England anfangen. Ah, aber ich freue mich. Du darfst pro Stadt, die du erobert hast, das ist eine Stadt, das heißt, du darfst eine Karte mehr ziehen. Du darfst 2 Karten ziehen. Das war ist hier egal, ist egal. Angriff, Verteidigung, Taktik. So, dann darf ich. Ich darf nur eine Karte ziehen. Oh, das ist nice. Wie ist das jetzt bei uns, wo wir ja eigentlich auf der gleichen Siegpunkt-Dings da stehen? Wollen wir uns das irgendwie markieren, dass du das hast? Mit der Flaggen vielleicht oder vielleicht so ein Plättchen. Ja, nehmen wir hier. Wofür sind die eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Da ist irgendwas drauf hier so. Ja, achso, noch, das ist, wenn du mit Nebel spielst und so weiter, dann kannst du. Ach. Dann weißt du ja nicht, was für eine Einheit du derjenige dahin bewegt. Ach, Krieg des Nebels, ja? Ja, oder so. Ach, wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Krieg des Nebels. Oder? Nebel des Krieges. Nee, Täuschungsziel. So. Fuck off war. Nebel des Krieges. Ja. Ne, dann weißt du nicht, welche Einheiten zum Beispiel dahinter sind und Täuschungsmarker geht noch. Jetzt ist die Frage, darf ich jetzt zuerst, weil wir in der gleichen, auf der gleichen... Genauso ist es. Genauso ist es. Das Spiel gefällt mir. Boah, ist echt taktisch. Mhm. Okay. Ich darf eine ziehen, ne? Mhm. Zieh eine. Du hast nur dein Kartenlimit, hat sich jetzt erhöht. Ja. Was sind das? Okay. Dann haben alle gezogen. Mhm. Verstärkung. Das bin ich wieder in der Reihe, weil ich da vorne liege, richtig? Genau. Mhm. Das heißt, eine kommt dann hier ins... Da ist egal, was du da hinsitzt, ne? Ja, ja. Genau. Obwohl, da kommt die Infanterie, das ist ja... Genau, jetzt darfst du im Hauptquartier auch noch eins hinsetzen. Ach, auch? Ja, klar, in jedes, wo du produzierst. Ah, das heißt, hier könnte ich einen Panzer oder ein Flugzeug reinklatschen, genau. Richtig? Genau. Oder ein... Artillerie. Ja. Alles Mechanische. Okay. Ich traue dem Flugzeug nicht. Dann darf ich ja jetzt, ne? Setze ich hier ein Flugzeug hin. Da setze ich eine Artillerie hin.
Also wie ich das sehe, sind Panzer eigentlich immer besser als Flugzeuge, ne? Ja, Flugzeuge sind ja nur dafür da, um Leute zu transportieren eigentlich. Ja, oder Gebiete halt irgendwann vor, eigentlich einzunehmen. Oder du hast die Amerikaner, die können beim Überfliegen eine Einheit auf einem gegnerischen Gelände eliminieren, solange sich in einer geraden Linienbewegung keine Truppen transportieren und solange sich keine Artillerie auf dem Gebiet befindet. Oh, wie gut, dass ich eine Artillerie da stehen habe. Sonst hätte ich ein Problem. Also ich darf hier so einen hinsetzen. Den hier darf ich da jetzt aber auch nicht mehr runternehmen. Ne? Der muss da drauf bleiben. Dann, sonst ist er nicht mehr aktiv. Dann kann er nicht mehr publizieren. Kann man das Hauptquartier direkt angreifen? Des Gegners? Wie? Du kannst auch reinmarschieren und angreifen. Das wäre so die Frage halt, ne? Es ist wichtig, um zu wissen, wie stark befestigt man den. Richtig. Gefechte um das Hauptquartier. Bei einem Gefecht um das Hauptquartier kämpfen immer auch alle dort stationierten Einheiten. Wenn sie verteidigen, ist die Initiative der stationierten Einheit gleich dem aktuellen Widerstand des Hauptquartiers. Jedes Mal, wenn das Hauptquartier einen Schaden erhält, verringert sich der Widerstand und Initiative um 1. Das ist ja das hier, ne? Beim Angriff hat das Hauptquartier eine Infanterie-Initiative von 0. Diese Situation kann zum Beispiel eintreten, wenn nach einem Angriff auf das Hauptquartier der verteidigende Spieler dort neue Einheiten wie zum Beispiel Verstärkung einsetzt. Wenn du die Kontrolle über dein Hauptquartier verlierst, hast du verloren, schaltest du das Spiel aus. Nice. Ist ja mies, schaltest du aus und guckst noch 2 Stunden zu, wie die mit deinem Hauptquartier Kamera treiben. Also ich bin nicht dran, ich bin letzter. Ich bin fertig, du bist dran. Ich bin dran, oder? Nein, dann bin ich. Du warst es schon. Was denn, hast du deine Einheiten gesetzt? Genau. Ja. Du hast deine Einheiten gesetzt. Dann setze ich jetzt hier einen Panzer ein. Kannst du nicht. Doch, kann ich. Kannst du nicht. Doch, nein, kannst du nicht. Kannst doch, du kann nicht. Blitzkrieg, setze in dieser Runde Panzer statt Infanterie auf deinen Vorposten. Ah! So ein Sack. Aber dafür musst du eine Blitzkarte abwerfen. Genau. Achso, das kostet? Ja, ja, klar. Ich dachte, das könnte ich immer einfach so. Nein. Das kannst du nur der obere machen, glaube ich. Guck mal, will der bescheißen. Ich sag ja, typisch Deutsche. Wo kommen wir hin? Weg. Nix andere. Ich habe hier auch hier meinen Ablagestapel. Ja, aber dann macht er einen einzelnen, legt die alle übereinander, oder? Hier. Nee, nicht oft. Genau, dann stimmt auch mit den Farben wieder zusammen. Ne? Dann hier, dann. Genau, das ist gut. Gute Idee. Good idea. Also wir haben 5 Uhr, ich greife nicht an, wir haben Tea Time. Genau. Weekend. Jetzt können wir die Kitten anfangen. Jetzt, vierte Weekend. Aktion. Du kannst eine Angriffskarte ausspielen, alle Truppen deiner Wahl bewegen, Gebäude errichten, Gefechte abhandeln. Aha. Das heißt, ich bin dran. Angriffskarte spielen oder... Man darf mal eigentlich Verteidigungskarten spielen, immer wenn man angegriffen wird. Bitte? Darf man verteidigen? Genau. Dann nutze ich das Ganze doch mal schön aus. Angriffskarte, Scharfschütze. Entferne eine gegnerische Einheit von einem Geländeplättchen, das an ein von dir kontrolliertes Plättchen angrenzt. Piu, piu. Genau, piu, piu. Piu! Piu, piu! Ich habe jetzt nur eins eben vergessen. Was denn? Die Sonderfähigkeit kann man nur zu Beginn der Verstärkungsphase machen, ne? Dann hätte ich nämlich eben gespielt, scheiße. Was kannst du denn machen damit? Eliminiere eine gegnerische Einheit auf einem an dein Hauptquartier angrenzendes Gelände nach Wahl. Oh, wie mies! Scheiße, das habe ich extra hier ausgelegt schon. Das sind viel zu krasse Sonderfähigkeiten. Ja. Yeah. Und ich kann Panzer aufstellen. Sollen wir das mal eben noch machen? Ja, da war ja auch die ganze Zeit krass. Also. Genau. Wenn du willst, kannst du es gerne machen, komm. Dann werfe ich die hier ab und eliminiere das hier. Ist ja nur fair, finde ich. Ja. Kannst ja trotzdem piu piu machen. Das ist alles gut. Aber dann geht mein Plan nicht mehr auf. Aber egal, seine Fabrik ist unbesetzt. Darum geht's ja. Du. Ich bin letzter. Nee, ich spiel's schon. Nee, du bist auch dran. Nee. Das ist jetzt in der Bewegungsphase. Angriffskarte hat er gespielt, jetzt kann er alle Truppen seiner Wahl bewegen. Gebäude errichten, Gefechte abhandeln. Dam da 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 dam da 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 dam da 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 da. Warte mal, das heißt. Dam, da, da, dam. Einmal Bewegung dahin, ne? Ich glaube, das wird irgendwie so eine neutrale Zone, habe ich das Gefühl. Erstmal.
Ja, das. Ach stimmt, da kann man jetzt mehrere Felder was hier reinbauen und nur kann ich dann nur. Ich finde, ich stelle nur eins rein. Okay, das war die Frage. Findest du nicht? Wegen der Farbe. Ja. Ich finde ihn viel krasser. Wieso? Was? Herausstechen von der Farbe. Siehst ja. Du? Siehst du? Ich finde, ich steche voll heraus. Ach, weißt du was? Diesen krassen. Dann. Und in Städten kann man auch nichts bauen, ne? Logischerweise. Ja, ja, habe ich schon gedacht. Es geht um den Siegespunkt und die Karten. Jo, das wär's dann. Ich spiele die Angriffskarte hier aus, setze eine Artillerie auf einem beliebigen Gelände ein, das du kontrollierst. Die neue Einheit kann sich in dieser Runde auch noch bewegen. Das ist ja geil, ey. So, jetzt kann ich mich erstmal reichlich bewegen. Schon ein schönes Spiel. Anstrengend, aber... Ach ja, kannst du die bitte zu den... Dankeschön. Also ich gebe die Infanterie darüber. Ja, das ist wirklich schon ein... Hier sind die Siegpunkte für eine Fabrik und Vorposten nur, wenn du die aktiviert hast? Ja. Also bauen allein reicht nicht? Nein. Das würde ich auch sagen. Du könntest aufgeben. So wie der gute Engländer. Einigen wir uns auf unentschieden. Ich könnte. Du hast einen Arm verloren, verdammt, ist nur eine Fleischwunde, komm her. Das ist die Infanterie. Das ist Fleischwunde. Dann wäre. Ach, mit der Terrorist. Nee, hat keinen Sinn. Scheiße. Ja, man muss echt so gut planen. Verdammt, ey. Ja, nee, ich bin fertig. Okay, cool. Ich. Okay, cool. Spiele Massenproduktion. Und kann eine mechanisierte Einheit in Hauptquartier oder Fabrik setzen, da ich keine Fabrik habe. Setze ich es ins Hauptquartier. Irgendwie keiner so richtig Lust, momentan Flugzeuge zu bauen. Und fahre mit den beiden Guten dann hier mal rüber. Hier. Und nehme die mit. So schön. Boah, es wird gleich eine übelste Schlacht geben, darauf freue ich mich jetzt schon. Ja. Und das wird da wehtun, aber nicht mir. Da weh. Doch, wenn du zu Hause bist, John. Ja, das ist durchaus möglich. Da geht er down. Und geh dann nochmal. So, ja. Fertig? Ja. Lächerlich. Aber das macht auch nur zu zweit. Du musst mir jetzt aber gleich regeltechnisch was erklären, denn ich führe jetzt mit meiner gesamten Artillerie einen Spezialangriff aus. Angriffskarte? Ja. Ja. Was heißt das? Was denn? Einen Spezialangriff ausführen. Steht er nicht mehr drauf? Nee, da steht einfach nur von deinem Plättchen auf ein angrenzendes. Führe mit deiner gesamten Artillerie einen Spezialangriff auf ein Plättchen auf ein angrenzendes. Vielleicht ist das ja der Spezialangriff. Du beginne dabei kein Gefecht, du kannst dich anschließend wie gewohnt bewegen. Boah, das ist eine krasse Karte. Ja, ne? Ja, du kannst mit der Artillerie jetzt dann... reindonnern und danach kannst du dich bewegen. Genau. Aber dein Infanterie steht da, ne? Deine Artillerie. Ja, deswegen würde ich ja gerne wissen... Die Panzer, du bist der Panzer, steht hier und sie hat eine Artillerie. Das heißt... die Artillerie schießt zuerst, weil die Initiative 3 hat. Auch wenn du die hast darf ich mal gucken? Keine Dings da. Das heißt, sie würde den Panzer erstmal platt machen. Dann hätte sie die Panzer. Also dein Panzer wäre weg. Das heißt, sie hat den Panzer, Initiative 1. Der würde als erstes Infanterie, Panzer und dann Artillerie. Würde aber hier eine Artillerie wegmachen. Ab dem zweiten würde die zweite Artillerie wegmachen und mit der dritten Artillerie würdest du. Ja, das ist ja die Frage. Das ist aber ja jetzt. Weil hier steht ja beginne dabei kein Gefecht. Richtig, das ist ja die Frage. Das ist ja der Spezialangriff. Und von dem Plättchen nach da, deswegen. Ja. Was sagt denn das Regelwerk dazu? Steht da was dazu? Wäre voll der Nachteil dann, wenn ich mit einer Artillerie angreife. Das wird ja niemals irgendjemand machen. Ja, gut, aber was würde dann das heißen? Ne? Dass hier führe einen gesamten. Deine Artillerie, einen Spezialangriff von einem Plättchen an grenzendes Gebiet hier. Beginne dabei kein Gefecht. Ist außer, ja kein außer, Gefecht, nur ein Angriff. Ja, aber die Initiative zählt ja trotzdem im Grunde. Deswegen guck mal nach was Spezialangriff, ja, was die Karte. Steht so nichts dran. Guck doch erstmal nach. Ja, ich weiß das. Weil der zu den Karten steht da nichts. Weil ich würde das jetzt so lesen, einen Spezialangriff auf das benachbarte Gebetchen und beginne dabei kein Gefecht. Das ist ja ein Gefecht. Würde ich so lesen, dass es eben kein Gefecht ist. Danach kann sich ganz normal bewegen. Das so würde ich das jetzt lesen. Das heißt, dann würde so wie mit den Scharfschützen, weißt würde, du? Aber die Artillerie.
erst Infanterie fertig machen, dann Panzer fertig machen. Das wäre das Gefecht, aber steht da direkt da. Ja, die Reihenfolge muss ja trotzdem irgendwo einhalten. Das hat ja jetzt wenig mit dem Gefecht zu tun. Es ist ja nur, dass da keine Gegenwehr stattfindet. Reihenfolge der Verluste. Genau, Reihenfolge der Verluste, das würde schon so sein. Also du schießt mit der Artillerie rein, ja. Mit der ersten schießt die Infanterie, hast du nicht getroffen, das heißt, der erste Panzer wäre weg. Ja. Dann schießt du mit der zweiten, wäre der zweite Panzer weg. Ja. Schießt du mit der dritten, wäre die Artillerie weg. Dritte wäre die Artillerie, ja. Genau. Krass. Was sind böse Karten? Boah, krass. Alter, sind das miese Karten. Das ist echt, ja. Dadurch kann sich das Spiel, aber dadurch dreht sich das Spiel wahnsinnig schnell dann. Da muss ich echt gucken, auf was baue ich, welche Karten habe ich. Du kannst auch echt planen, gehe ich mir in so die Offensive, gehe ich mir in die Defensive. Außerdem haben die hier auf meinem Hauptquartier stehen, alle plus 1 Initiative. Jede Einheit, die da steht. Warum? Das ist meine Fraktionsfähigkeit. Ich habe gar nicht gesagt. Das Genialste, ich kann alle Infanterieeinheiten in einen Angriff zusammenziehen, egal wo sie sind. Und das sind dann neue Einheiten. Ja. Das ist auch bitter. Aber es macht dann keinen Sinn, die hier zu opfern, weißt du? Und das hätte dann, also wenn man es mit Gefecht, sag ich mal, macht, dann hätte sie natürlich zuerst mit der Infanterie den Panzer weg. Nee, auch nicht den Panzer, weil es greift ja nur die Artillerie dann an. Das ist ja der Punkt. Mhm. Aber dadurch, dass ich hier Initiative... Ja. Aber es wird schon so passen. So, und dann bewege ich mich nochmal, nämlich hier hin. Boah, das ist bitter, krass, ey. Krass. Jetzt könnte sogar rein theoretisch das Hauptquartier so legen. Dafür ist die Deutschen als letztes dran. Ja, ich glaube deswegen. Muss ist auch nicht unbedingt ein Nachteil, als letzter dran zu sein. Ja. Nee. Und dann. Ja, weiterfahren kann ich ja nicht. Dann bleibe ich erstmal da. Kannst du die Artillerie natürlich noch beziehen. Wir können doch zwei fahren. Hä? Wir können schon zwei fahren. Ja, aber der eine kam ja von hier. Und das sind jetzt dran. Deswegen. Lasse ich das jetzt mal so. Das war schon geil genug. Dann sind alle durch, ne? Ja. Taktikphase. Du kannst eine Taktikkarte spielen. Mhm. Alle gucken. Wettrüsten. Du könntest eine Karte zum Wettrüsten benutzen. Oh ja, komm. Nee, ich behalte meine Karte. Ja, die behalte ich auch. Noch jemand? Nee? Okay. Mm-mm. Unterhaltsphase. Das vergesse ich auch jedes Mal, Gott sei Dank Glück gehabt. Ja, ne? Ich aber auch. Haarscharf. Ja, ach ja, das Hauptquartier, das gilt ja nicht. Ja, sind überall nur drei drin, ne? Ja. Das heißt, du bist gezwungen, dich zu bewegen irgendwann. Ja, oder zu kämpfen. Ja. So. Also richtig einigeln kannst du dich nicht. Nur fangen wir mal mit den Russen wieder. Einfach nicht. Nee. Eins, zwei, drei Punkte. Die Amerikaner haben 1, 2, 3, 4 wieder. Denk dann doch sein Minus, ne? Minus 1. Ah ja, habe ich ja hier. Jetzt ich mich ganz vergessen, hast du auch einen. Okay. Die Deutschen haben 1, 2, 3, 4, ne? Ja. Ich habe wieder. Du hast 1, 2, 3, 4, 5. Und den. Brauchst du 2? 3, 4, 5, 6, 7. Ja, so. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, stimmt, hast recht. Ich hab mich verzählt. 6. 6 plus die Medaille. Ja. Genau. Aber braucht er dafür jetzt nicht 2? Wie das? Von der Medaille? Medaille? Was? Brauchst du nicht 2 Medaillen? Ja, ja. Das 1, 2. Okay. Mhm. Und dann hat er einen Siegpunkt dadurch. Top. Das heißt, die Engländer dürfen als erstes Karten ziehen, das heißt 2 Karten. Hatten wir ja eben schon. Mhm. Und dann dürfen die Amis wieder. Ich mach mal so. Boah, ist die asozial. Das hat schon echt miese Karten. Das Spiel ist echt, das ist böse. Ich guck dir die Karte. Nein, ich weiß auch nicht. Boah! Das sind so geile Karten. Die Karten sind das Böseste. Scheiß Deutschen, ey. Also ich dachte jetzt gerade schon bei der Angriffskarte, ja. Boah, und dann habe ich die Verteidigungskarte gelesen und dachte nur, boah. Da kannst du den Plan, wenn der einen Plan schmiedet, kann er machen, wie er will, damit zerstörst du einfach jeden Plan.
So, da gibt's richtig, yeah, gibt's echt Hammerkarten. Die Taktik ist nicht so, alles. Karten haben wir gezogen? Ja. Mhm. Ja. Taktik, das zerstöre ich. Was laberst du? Ich, zu Beginn der, das ist die Verstärkungsphase jetzt, ne? Mhm. Dann opfere ich diese Karte und nehme mir zwei Infanteristen. Nee, Taktikkarte kannst du jetzt nicht spielen, die spielst du in der fünften Runde. Nein. Wirf eine Befehlskarte einmal pro Runde ab. Ach so. Das ist meine Fertigkeit. Ich mach das schon richtig. Ist egal, wann? Egal, ja, zu Beginn der Verstärkungsphase. Sonderfähigkeit. Und deswegen frage ich ja, wir sind in der Verstärkungsphase. Und du sagst ja, also. Sorry, stimmt, dann habe ich ja auch hier. Stimmt, ich vergesse. Das musst du schneiden. Wieso? Fertig? Ach komm, wir sind mal so nett. Nicht ziehen, ne? Bauen. Nein, ich weiß, also, ich überlege noch, wo ich jetzt. Du hast gerade fertig, sondern nur einen Moment. Man darf jetzt nochmal zwei bauen. Ach komm, geh ich mal hier. Was brauchst du denn? Ich baue nichts, ich gehe. Nee, nicht gehen. Verstärkungsphase. Wachturm produzieren zwei Stück. Wieso zwei? Oh, immer nochmal eine Sonderfähigkeit. Ich darf. Ein Hauptquartier, du hast recht. So. Jetzt denke ich ganz durcheinander, ey. Ja. Stimmt. Aber hier darf ich es einen reinsetzen, wegen genau. Dahin und hier eine Spezialisierte. komm. Wir machen auf die Deutschen. Mach du mal. Du fertig? Jetzt bin ich fertig. So, zu Beginn der Verstärkungsphase. Wie viele Verteidigungskarten darf man denn spielen eigentlich, wenn man am Verteidigen eine. Ist? Eine. Hätte ja sein können. Hätte Fahrradkette. Tausche eine der Hacke, bla. Okay, ich vernichte eine Karte. Das ist ja Sonderfähigkeit zu Beginn der Verstärkungsphase. Mhm. Kosten, wirf eine Befehlskarte ab. Dafür darf ich auch eine gegnerische Einheit in Nähe meines Hauptquartiers vernichten. Hahaha. So. Das war doch schon mal schön. Das war sehr schön, ja. Jetzt darf ich ja wieder, genau, ich darf jetzt überall bauen. Dann baue ich hier mal. Dann baue ich da mal. Genau, stimmt, ja. Und da baue ich das. Ich habe Infanterie unterschätzt, die ist gar nicht so unwichtig. Das ist ja halt der Rückgrat der. Oh, noch so eine scheiß Artilleriekarte, Wie kriegt denn eine blöde Verfehlskarte da eigentlich weg? Deine Taktikkarte? Ja, gar nicht, das entscheide ich. Die zählt aber halt zu meinem Handkartenlimit. Ach so, okay. Das ist ja echt übel. Das ist echt übel. Also muss ich platt machen. Ich muss ihn ja platt machen. Nee, ich darf es aber nicht mehr. Also ich verstehe das so, dass ich es auch nicht mehr wechseln darf. Das heißt, ich habe es jetzt einmal. Wenn die weg ist, ist sie dann wieder. Und damit ist es Georg. Das kannst du ja immer hin und her wechseln. Das ja. Crazy. Bin ich? Du warst fertig. Ja. Okay. Dann sind die Deutschen. Deutsch. Das ist Deutsch. Fertig. Cool. Russia. Oh, die bauen noch verkehrt rum. Das ist meine Russia. Gut. Von da aus jetzt da rein. Ja, richtig, oder? Wieso? Rein theoretisch. Und dann darf ich mich noch bewegen. Oh, ich bewege dir gleich auch was. Nie was, in Liebe und Krieg ist alles erlaubt, da wir jetzt Krieg haben. So, jetzt Aktion. Du kannst eine Angriffskarte ausspielen, alle Truppen deiner Wahl bewegen, Gebäude errichten, Gefecht abhandeln. In der Reihenfolge? Genau. Wenn du keine Angriffskarte spielen willst, dann brauchst du auch nicht. Das heißt, ich Angriffskarte heißt, ich muss dich dann auch da noch angreifen. Nee, das ist so eine hier von der Runde. Ich frage ja. Nee, das ist, wenn, hängt davon ab, was auf der Angriffskarte steht. Gibt es ja verschiedenste Angriffskarten. Also es gibt ja echt übel Karten, hast du ja bei ihm vorhin gesehen. Ne? Dann setze ich immer Angriffsbefehl Plutonium. Verhindere den Gebrauch von Verteidigungsbefehlen in einem Gefecht, in das du verwickelt bist. Spielst du diese Karte aufgedeckt für das Wettrüsten aus, jetzt zwei zusätzliche Forschungspunkte. Aber ich will die einfach mal im Angriff testen. Hm.
dagegen. Du musst ja nur reinziehen, du musst ja dann mit deinen. Das war doch die Frage. Du sagst ja, nein, du kannst ja spielen. Ja, aber und dann, bei der Karte steht das ja so drauf. Ja, ach, siehst du, das ist zu spät für das Spiel. Nee, wirklich. Dann spiele ich sie nicht, dann hebst du den Wettrüsten auf und gib mir nachher Punkte. Nee, aber nee, wenn du. Macht schon Sinn. Wenn du die spielst, musst du ins Gefecht. Das war ja die Frage. Er sagte vorhin nö. Nee, ich habe gesagt, sie ja von der Karte abgespielt. Ja, bei der dann ziehst ich du quasi ins hier Gefecht, rein, aber dann kann der keine Verteidigungskarte spielen. Genau. So. Dafür wäre das gegeben. Dafür eh nur drei drinne stehen. Ach ja, den kann ich dann hierin reinziehen. So. Da stehen aber vier dann drin, ne? Stimmt. Einen Panzer kann ich ja weiter bewegen. Obwohl, das recht, dann stehen vier drin. Ne? Doof, auch nicht gut. Zu spät schon für das Spiel. Mein Gehirn sagt nein. Das ist 10. Ja, das war keine drei schlaflosen Nächte hinter dir. Ach komm, ich knall das Flugzeug hier weg. So, ihr seid jetzt dann sofort im Gefecht. Siehst du, du könntest jetzt zum Beispiel diese Karte spielen. Das war ja die Frage. Das hieß aber, erst die Karte und dann ziehen. So habe ich das jetzt verstanden. Jetzt könntest du, also du könntest die Karte. Du hättest die Karte vorher hinlegen können, wenn du da angreifen, überlegt hättest, du willst da angreifen. Dann kannst du die Karte vorher. Das war ja die Frage, aber das habe ich ja gerade eben gefragt. Kann ich muss ich erst die Angriffskarte ausspielen und dann alle Truppen in einer Wahl bewegen? Ja, das haben wir doch gehört. Und naja, aber ist egal. So, mach einfach mal. Das heißt, mein Panzer greift ja zuerst an, ne? Lass das Flugzeug dann weg. Initiative, genau. Ja, ja im Prinzip haut er das Flugzeug ohne Verluste weg. Ja, ich spiele auch keine Verteidigungskarte. Die willst du behalten, richtig? Und hier irgendwann rein. Für so ein Flugzeug? Bitte dich. Okay. Also bin ich ja auch noch dran. Also muss man sich wirklich an den Ablauf halten. Ne? Erstmal den Angriffsbefehl, alle Truppen deiner Wahl bewegen, Gebäude errichten und Gefecht abhandeln. Also wenn du planst, ein Gefecht zu machen, dann ist zum Beispiel diese Karte das war die Frage praktisch. Halt, ne? Dann könntest du jetzt, ich meine, da hätte ich es eh nicht gespielt. Sowieso nicht, das ist ja... Aber wenn du vermutest, der könnte eine gute Verteidigungskarte haben und zerstört damit deinen Plan, dann ist das natürlich eine geile Karte. Ne, das war halt so die Frage halt. So, ich spiele die Angriffskarte auf. Du kannst feindliches Gelände betreten, ohne ein Gefecht zu beginnen. Durchquere es oder erkläre es zum Grenzgebiet. Cool. Ich gehe mit dem da rein. Das ist eine schöne Karte. Mhm. Und der da rein. Nicht mehr so lange, glaube ich. Nö, für mich ist das schon ein bisschen bitter jetzt halt, ne? Aber was soll's. Mach ich das nicht? Nee, ich lasse das so. Und den. Grenzgebiet heißt, dass ihr dann beide Punkte bekommt für das Gebiet? Nee, oder? Nee, das wird dann komplett. Jetzt. Okay. Das heißt, ich krieg auch nur noch eine Karte anstatt wieder zwei. Genau. Und du kriegst auch keinen Siegpunkt mehr. Richtig. Das ist schon eine. Bitter. Den Panzer schießt mir mein Infanterie weg. Und dann kommt die Artillerie dran und schießt den Panzer weg. So, ja, ja. Gut, den Panzer kannst du wegnehmen, da brauchst du gar nicht drauf zu setzen. So, ein Infanterie weg, Panzer weg. Und ich kriege Gefecht, habe ich gewonnen, kriege eine Medaille. Kriegt man für ein gewonnenes Gefecht immer oder ist das eine Spezialfähigkeit von dir? Nee, du kriegst immer. Wenn du ein Gefecht du gewinnst, hast kein Gefecht gemacht. Aber er. Oh, dann kriegst du auch einen. Dankeschön. Bin ich dran? Dann bist du. Ich spiele eine Angriffskarte und zwar setze einen Panzer auf einem beliebigen Gelände ein, das du kontrollierst. Der darf sich dann auch noch bewegen. Oh, wie geil. Ja, kann man schon mal ablegen. Was ist ein Einmarschbefehl? Richtig. Pass auf, jetzt bewege ich erstmal Truppen. Und zwar bewegt der sich dahin, die bewegen sich dahin, der auch und der auch. Ja, hätte ich auch getan. Wollt ihr sich aufbauen, um es schöner zu machen? Willst ja, du, ja. Willst du eine Verteidigungskarte spielen? Ja, kann ich sogar. Ich krieg nämlich plus 1 Initiative. Oh, das ist gar nicht so scheiße. Ja, das heißt, Panzer dahin.
Denk dran, plus 1 Inni, ne? Ja, das ist hier, genau. Okay. Bringt ihm aber nichts. Das kommt doch selber raus. So, der haut einen weg. Warte. Du hast den Soldaten vergessen. Ja, und Initiative erstmal, ne? Ja, ja. Der haut hier einen weg. Okay. Genau, genau. So, dann haut. Der Panzer haut den Infanterie weg, ist aber nicht. Das Panzer. Heißt, der haut den Panzer weg. Genau. So, und die hauen die Artillerie weg. Ja. Jo. Das ist schon echt bitter. Ja, Artillerie und Panzer. Du hast immer noch mehr als ich da. Guck mal, ich hier. Das ist aber schuld, wenn du schlecht wirtschaftest wie ein Russe. Aber ich darf auf diesen Scheißplan auf den Plätzen darf ich nichts bauen, ne? Da bin ich jetzt dran? Nee, da kannst du. Oder Stadt ist. Da bin ich jetzt dran? Guck mal, ich spiele auch ein Schade, du hast mich gerade um den Sieg gebracht, weißt du das? Hast du 9 da? Ich hätte 9 gehabt, ja. Und hätte ich das gegeben, hätte ich gewonnen. Ah ja, krass. Sehe, dass dieses Mal, wie schnell was gehen kann. Dann dahin. Ich muss mal so ein bisschen den Zaun halten. So ach, stimmt, ja, dafür wird ja umgewandelt. Zum Trabumsel. Also theoretisch kannst du auch einfach 10 Gefechte gewinnen. Eigentlich ja, ne? Ja? Verteidigung, Angriff. Ja. Also, wenn du hingehst und gewinnst 10 Gefechte, hast du auch gewonnen. Aber schon cool. Das hört sich aber leichter an, wahrscheinlich, als es ist. Ja, ja. Ja gut, und wenn du gut Taktik wirtschaftest, ne, so wie du jetzt gerade mit Infanterie und Dings. Ja. Und die Karte hat mir auch noch ein bisschen geholfen. Achso, die kann ich nicht. Die hat... Weiß ich gar nicht. Ja doch schon, die hat ja, dass ich ja zuerst den Panzer wegknallen konnte. Hättest du aber so oder so gekonnt, weil die Infanterie in der Verteidigung das sowieso 3 hat. Ja gut, aber ist ja egal. Ja, danke. Da hättest du dafür aufgehoben, aber... Okay, alle fertig? Du wirst jede Aktion an irgendeiner Stelle bereuen. Dann, die immer glaub ich, immer. Dann sind wir jetzt... will jemand eine Taktikkarte ausspielen? Nö. Wettrüsten, möchte einer ins Forschungsdeck was hinlegen? Ich. Ich kriege... kann ich aussuchen. Spielst du diese Karte aufgedeckt für das Wettrüsten aus? Nee, nee. Doch, doch. Ja. Doch, ist richtig. Ach so, ja, okay. Du. Hältst du 2 zusätzliche Forschungspunkte. Okay. Eine Karte pro Forschungsdeck. Ja, das heißt, du legst die erstmal für deine Forschungspunkte weg. Das heißt, du hast 3. Achso, also hältst du 2 zusätzliche Forschungspunkte, eine Karte pro Forschungsdeck. Ja, okay. Ja, dann hast du 2 Punkte schon. Genau. Also 5. Für noch 10. Haben wir die aufgedeckt? Also nee, die Nuance legt sie nicht auf. Das nur bei der. Damit und wo markiert er die? Warte. Ja, kann man so machen, genau. Ja, so stehen wir erst 3, ne? Nö, nicht mehr. Hier sind wir in einem Gefechtsraum, muss einen abziehen, weil da nur 2 stehen dürfen. Ah. Gefechtsgelände. Hm. Hier, scheiß Amis. Genau, eliminiere und so weiter, bla bla bla. Wir alle überschützen. Britisch. Zu viele Handkarten haben wir nicht. Ne? Oder hast du zu viele? Ne. Wie viel hast du? Insgesamt 3. Dieses enttäuscht. Ja. So, dann sind wir wieder beim Zählen. Ich hätte gewonnen. Die Russen haben 1, 2, 3, 4. Ich hätte gewonnen. Aber wenn ich ein Gebäude baue, kriege ich einen dazu, ne? Also ja. Du hast die Fabrik gebaut, ne? Genau. 5. So, die Amis haben 1, 2, 3, 4, 5, 5. Minus 1. 5, 6, minus 1, sind also 5. Deutschland. 1, 2, 3, 4. 5. Oh, guck mal. Alle gleich. Die auch. Briten. 9 oder 8. 1, 2, 3, 4, 5. Und er zählt nicht, ne? Alle gleich auf. Krass. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich kann zählen. Boah, krass. Hätte ich das gewonnen, hätte ich 6, 7. Ja, dann fangen die Russen an. Boah. Das ist geil, wow. Ne? Das ist echt geil. Okay, auf die Liste damit. Ne? Und vor allem, ich komme nicht mehr. Die ganzen Erweiterungen noch und was du alles da noch machen kannst. Ja, oder, ne? Ich komme aber nicht mehr her, weil das macht mich arm. Uns! Uns!
Genau. Was meinst du, was wir mitschleppen, wenn wir zu euch kommen? Ja. Wir haben auch das eine. So, Befehlskarten ziehen. Du kannst wie viel ziehen? Du darfst eine mehr ziehen, da hast du eine Stadt. Das heißt, genau, du darfst zwei ziehen. Ach, du bist ja dran. Ja, ich hab schon. Ach so. Dann du. Dann bin ich ja dran. Ja. Verdammt. Du bist. Ich darf eine Handkarte mehr haben. Ja, das war's. Eine zu. Eine zu. Schade. Ja. Oh, was mache ich denn? Eine Taktik oder? Mach nix. Ich glaube, ich denke mal die Angriffskarte. Mach einfach nichts. Das ist eine gute Idee. Ja. Das war eine Taktikkarte, ne? Ja, vielleicht kriege ich auch nochmal eine gute. Das ist eine Taktikkarte. Ich weiß, ich kann noch nicht abschätzen, ob die Taktikkarten wirklich so geil sind. Ja, deswegen. Deutschland. Die sind eigentlich alle recht geil. Das sind überall geile Karten. Ja, das sind die Verteidigungskarten. Ne? Ich nehme auf jeden Fall mal einen Angriff. Okay, geil. Okay, geil. Und der Titan. Das wäre Verteidigung, Tea-Time oder Angriff. Ich muss nur am Ende der Runde, wenn Unterhaltsphase ist, muss ich weniger haben. Ne? Aber ich habe ja dafür eh 5 haben. Das heißt, mein Part, ne? Ein. Ah, ich weiß, das ist so traurig. Komm. Und das ist ja eben das Fiese, dass du auch mit so einer Karte wie eben einfach nur gar kein Gefecht machen musst, sondern wirklich einen dann totstellen kannst schon, ne? Mit so einem Gebiet. Oh, wie geil ist die denn? Die ist mega gut. Warte mal. Oh. So. Verstärkung. Setze Einheit deiner Wahl ins Hauptquartier und so weiter. Wie süß. Sie glaubt immer noch, dass die Artillerie gewinnt. Die Artillerie ist halt zum Verteidigen genial. Ja, zum Verteidigen ist sie echt gut. Okay. Das ist ja das Fiese. Ich glaube, der überfällt mich gleich. Ich glaube, England hat leider ein kleines Problem. Blitzkrieg kann man du das nicht. Du kannst nicht durch ein Gebiet ziehen, oder? Nein. Nee, nur mit der Karte eben hätte ich es machen können. Statt da reinfahren hätte ich auch durchziehen können. Deutschland ist dran. Deutschland hat. Ich hab gerade. Achso, hast du schon. Ja, ja. Herr Tita, das heißt, eine Infanterie, eine Infanterie. Ah ja, und hier kann ich ein Panzer erbasteln. Schon ein gutes Spiel. Definitiv. Ein böses Spiel, aber ein gutes Spiel. Ja, ich kann mal Freundschaften verlieren im Domstil. Ja, nein, nicht in der Gruppe hier. Nee. Mm-mm. Zumal wir keine Freunde sind. Ja, was machst du da? Ich mach noch einen Panzer. Ich mach noch einen Panzer. Oh. Die Russen tauen auf im wahrsten Winter. Krass, mitbekommen, die Russen tauen auf im wahrsten Winter. Wollen wir aufsteigen? Ja. Im wahrsten Sinne wollte ich sagen, verdammt noch eins. Erst mal sehen, bevor ich irgendwas mache. Ja, das muss man auch machen. Dann pass auf, dann spiele ich Nebel. Ich vertausche jetzt 2 unserer Einheiten. Oh, wie mies. Und, Was sagt ihr aus? Du kannst 2 vertauschen, ne? Genau, die werden vertauscht und die nehmen aber nicht am Gefecht teil. Ich habe die jetzt nur mal dahin gestellt, damit man das sieht. Also die nehmen nicht am Gefecht teil und die werden am Ende dann einfach wieder da rein platziert. Das boah, heißt... Aber der Rest fällt, der wird ja trotzdem... Genau, also der Panzer schießt jetzt quasi die kaputt. Nee, der Panzer schießt... Achso, die nehmen ja nicht teil. Den also Panzer kaputt. Genau. Im Prinzip so. Und das war's. Das war's. Mehr passiert nicht. Genau. Die kommen alle wieder rein. Ja. Boah, ist das ein... Ach, was für eine geile Verteidigungskarte. Die könnte ich gebrauchen. Das ist echt cool, muss man schon sagen. Jo, jetzt muss ich ja ziehen, ne?
Dann mach ich das doch mal. Ach ja. Ach, du gehst zum Angriff über. Sanddocke! Und den ziehen wir da hin. Ich habe ein Gefecht gewonnen, oder? Hab ich ja, du kriegst eine Medaille. Hab ich gewonnen? Nee, hast du nicht gewonnen. Nee, stimmt, war Pattsituation. Und da machen wir noch 1, 2. Du denkst dran, dass wir noch nach Hause müssen, ne? Ja, aber ich fahre ja. Open End. Wir haben 11 Uhr. Open Boah, End ist zu Ende. Können wir das vielleicht noch ein bisschen ziehen? Gut, Gebäude richten kann ich keine. Das heißt, wir gehen mal in den Kampf. Darfst du die da rausziehen? Darfst du die da rausziehen? Noch der Kampf. Ja, du kannst zwar neu reingezogen. Achso, du darfst nochmal kämpfen, wenn du neu reinziehst. Genau, richtig. Wenn ich reinziehe, kämpfe ich ja erst. Das war ja eben eine Karte, die ich benutzt habe. Ja, ich denke, den hast du. Ja, ja, das Gebiet ist deins. Wenn du keine Verteidigungskarte hast. Schießt. Verteidigungskarte? Nein. Okay. Ja, zack. In der anderen Panzer Seite. Schießt, zack. Panzer schießt, zack. Und ich kriege eine Medaille, das heißt, ich drehe die um. Puh. Ja. Ist das bitter. Ich, ne? Mhm. England verliert. Wie ist das gehört? Ah, nee, ich bin ja gar nicht Deutscher. Aber ich hätte mich ja damals vorhin mit dem Deutschen verbündet, ne? War das doch, war ja richtig. Ah, bevor ich die Karte nicht verstehe. Bevor ich ziehe, spiele ich eine Angriffskarte. Oh. Und zwar technologischer Durchbruch. Boah, was ist das denn wieder, ey? Hast du eine Atombombe gebaut? Spiele diese Karte offen vor dir aus, du hältst einen Siegpunkt, solange sich diese Karte im Spiel befindet. Diese Karte zählt zu deinem Handkartenlimit. Alter. Das ist schon zwei da liegen, ne? Hab ich schon zwei da liegen. Gut. 1, 2, 3, 4. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Hm, 4. 1, 2, 3. Sein Plättchen hier noch. Ah, 5. Okay. Hätte er so eine Fabrik gebaut oder so ein Blödsinn? Hat aber auch nur so. Bis 5, ne? Ne, da 2. Ne, ich bin ja noch am Ziehen. Okay. Also ich ziehe hier hin und ich ziehe hier hin. Das ist aber normales Gefecht, ne? Wegen Gebäude ist nichts Besonderes. Nee, ist okay. Dann errichte ich hier eine Fabrik. Und das Gefecht. Und also normalerweise müsste man erst. Ja, ich Gefecht, hab's. Ne, ja, ich hab's. Ich wollte aber. Jetzt mal die da reinziehen. Und ja, du kannst anders machen können. Ja, normalerweise hätte ich noch reinziehen müssen. Okay. Dann wollen wir mal. Meine Panzer kommen hier hin und die Soldaten kommen auch dahin. Genau. So, Panzer schießt Infanterie kaputt. Infanterie schießt Panzer kaputt. Genau. Hä? Was? Ja. Nee, warum? Ja. Doch. Du stellst den wieder da rein jetzt. Achso, ja. Ja, klar. Nee. Nein, bei dir ins Feld. Wieso? Weil der rausgeknallt wurde. Warte mal, Panzer hat Infanterie abgeschossen. Ja. Infanterie abgeschossen. Dann? Infanterie schießt Panzer ab. Panzer. Ja. Na gut. Und genau, ja, so. Sag ja. Ist das jetzt mein? Ja. Automatisch? Wenn du nur einen reinsetzt. Wenn du einen reinsetzt, ja. Okay. Hast du gewonnen. Kriegst eine Medaille. 3. Ja, stimmt. Kriegst eine Medaille, genau. 4, 5. 6, 7, 8, 9. Einer fehlt. Boah, bitte, ey. Du musst da gleich mal aufräumen, Mensch. Er ist ja noch dran. Er ist ja noch dran. Achso, du bist ja noch dran. Der ist noch dran. Das ist die Eliminationsphase. Ja, jetzt musst du was tun, ja. Was meinst du, was ich mache? Angreifen? Alles da rein! Komm ihn weg! Hast du keine Angriffskarte? Ich hab was Besseres. Meine Sonderfertigkeit. Die da beim Kart abwerfen muss, oder? Nein. Die kann ich gratis unendlich oft einsetzen. Beim Angriff. Oh. Wenn du angreifst, ziehe deine Infanterie für das Gebiet, für das Gefecht zusammen. Sie bilden zusammen eine neue Einheit. Sie bilden zusammen, ja genau. Addiere die Initiative all deiner Infanterieeinheiten und führe mit allen gleichzeitig einen Angriff durch. Sie erhalten Schaden nach den allgemeinen Regeln. Das heißt, ich kann geil sein.
Deswegen kann ich ihn locker zusammenziehen. Mhm. Hättest du natürlich in dem Sinne jeder machen können. Zack, zack. Ziehst du automatisch alle zusammen oder kannst du auch Krüppchen bilden? Also kannst du sagen, du hast jetzt 2x3. Genau. Nee, das ist, die bilden eine komplette neue Einheit. Okay. Und die werden dann zu Initiative. Und so viele Einheiten, wie ich habe, gibt das Initiative. 1, 2, 3, 4 Initiative. Okay. Mhm. Ja gut, in 3. Gibt ja nicht mehr als 3. Genau. Ja, das heißt. Kannst du da reinstellen. Da hinstellen. Nee, bis Angreifer. Ja. Genau. Und die kommen dahin. Genau. Jo, dann platt, platt. Nee, das ist doch eine Einheit. Das ist nur eine super. Einheit. Stimmt. Willst du nicht ein Panzerfeld noch damit reinziehen? Ja, das wäre keine schlechte Idee. Das wäre keine schlechte Idee. Warum gibst du ihm diesen Tipp? Ah ja, und Angriffskarte. Aber warte mal. Spielen sollen, ne? Ja, aber ja, warte mal. Ich spiele eine Verteidigungskarte natürlich. Und zwar Deckung suchen. Ignoriere deinen ersten Verlust. Oh, fick dich, ey. Ey, jetzt eine Verzögerung, die du in dieser Runde im Gefecht verloren hast. Was komm, ins Hauptquartier. Ja, warte doch erstmal. Erstmal schießen die, ne? Das Initiative. Ja, und der ignoriert den ersten Angriff. Das heißt, der Panzer bleibt am... Die Infanterie bleibt am Leben. Leben und der Panzer geht danach weg. Genau. Der Panzer wird von dem Panzer gekillt. Genau. Und der schießt auf die. Ja, ist ja. Richtig. Ja, die sind dann Blatt. Aber du hast deine Angriffskarte da ausgespielt, ne? Ja, das heißt, die kommen mal wieder ins Hauptquartier. Du bist immer noch in deiner Scheißfabrik da. Ja, durch seine Karte hatte die jetzt alle nicht verloren, sonst alles mal. Ja, ja, schon verstanden. Aber das ist trotzdem cool. Aber. Du gehst doch in die Fabrik doch zurück. Aber das Gefecht ist jetzt ein Grenzgebiet, das heißt, er kriegt dadurch keinen Boni. Keine Siegpunkte, ja. Aber er auch nicht. Nö, aber mein Hauptquartier ist wieder gefüllt. Aber nein, aber dann, das ist schon wieder geil, weil dadurch die Siegpunkte noch im letzten Zug, wenn er jetzt 10 gehabt hätte, wäre das wieder dadurch versaut worden. Ja. Das ist ein geiles Spiel. Und die Angriffskarte, ich finde ich mega gut. Will einer eine Taktikkarte spielen? Ich habe keine mehr. Wettrüsten? Unterhaltsphase? Oh, scheiße. Ja, Dann muss ich jetzt tatsächlich. Du auch! Hauptquartier zählt nicht. Ja, stimmt, hast recht. Ella Badge. Hast recht. Ella Badge, Ella Badge. Ne, 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 ne. Da muss ich einen rausnehmen. Sonst hättet ihr schon längst hier Einheiten verloren. Scheiße, habe ich eben nicht darüber nachgedacht. Ja, stimmt. Da muss auch noch dran denken, ey. So ein Scheiß. Ja. Schon geil. Ja, ist wirklich total geil. Verschleiß. Ja. Ich bleibe auf 5 stehen. Dieser Tier. Guck mal, die sind auf deutscher Seite, auf englischer, auf britischer Seite übergeschwungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bleibe auch auf 5. 7. Ich habe nur 1, 2. Hast du die einen abgezogen? Ja. Du hast 5? Mhm. Du hast 2? Mhm. Ja, 1 und 2. Ja. Oder zählt hier auch noch? Nee. Boah, krass. Boah, ja, so schnell runtergeprügelt worden, ne? Guck mal, du warst eben die ganze Zeit vorne gewesen, plötzlich ist er unten geprügelt, ne? Ja, bitte. Das hat jetzt gesagt, hätte ich den nicht hier, ne? Ein geiles Spiel ist das. Du darfst dir zuerst eine Karte ziehen. Ja, ich darf sogar 2 ziehen. Mhm. Aber die Sonderfertigkeit ist schon echt geil. Mhm. Aber irgendwie verlegt. Vielleicht kann das Spiel sich noch rumreißen, je nachdem, mit wem ihr euch gleich dollt. Schon hey, ich krieg einen Siegpunkt mehr, by the way. Fällt mir gerade ein. Wieso? Du bist also gar nicht dran, weil ich hier den hab. Ah! Hab ich ganz vergessen. 1, 2, 3, 4. Boah, zum Glück habe ich jetzt echt weggenommen. 6, 7, 8. Also dank mir müsst ihr noch etwas länger hier bleiben. Nee. Ja, sonst hätte er es gewonnen, hätte ich den. Hast du? Ja. Diese Gesichter immer dabei. Oh! USA. Oh, viel Spaß beim Videoschneiden. Das ist super echt. Guck mal, da schmeißt sich vor Schreck schon die Karte weg. Ja. Udelei, Udelei. Stimmt, ich darf es dir sagen. Udelei, Udelei. Oder, du darfst es sagen, ja. Oder oi. Du bist mit Karten, glaube ich, dran. Ich bin das Letzte. Ja. Eine Karte lasse ziehen. Ich darf eine Karte ziehen!
Ich bin das Letzte, ich bin das Letzte. Einzig ist der Weg zur Besserung. Stell dir mal vor, wir würden auch wirklich alliiert, so Allianzen schmieden untereinander. Kannst du kannst ja Teams machen und so, alles, das geht alles, ja. Ich meine, jetzt verabsprechen und den stärksten Gegner vom Feld zu pusten und so weiter. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen auf den da. Achso, und ich nehme noch meine Fraktionsfähigkeit. Flugzeuge können beim Überfliegen einer Einheit auf einem gegnerischen Gelände eliminieren, solange sie sich in einer geraden Linie bewegen. Da das Feld ja endlich der Gegner frei ist. Drei Felder, eins weg. Die Engländer haben echt keinen Kurven. Das ist so bitter. Ja, ne? Ja, aber es war endlich das Feld da hinten frei. Weil sie haben die ganze Zeit schon gewartet, dass ich echt drüber fliegen kann. Ich habe das total vergessen, das ist ein scheiß Flugzeug. Du darfst dein Kreis ich? Wohl eigentlich... Was heißt denn eigentlich gerade unendlich oft einsetzbar? Ich könnte jetzt das direkt wieder einsetzen, oder? Oder ist pro Runde nur einmal? Pro Runde einmal, ja, würde ich sagen. Okay, ne? Das wäre uns übel. Das könnte ich sehe ja gratis unendlich oft einsetzbar. Ja, ja. Aber, ja dann. Aber dann könnte ich ja theoretisch, wenn alles dumm liegt, könnte ich ja einmal hier so rumfliegen und alles platt machen. Das warum? Das Flugzeug kann sich doch nur drei Felder weit bewegen. Richtig, und wenn du andere Flugzeuge hättest, dann ginge das. Mhm. Stimmt. Mhm. Boah, wie krass. Du bräuchtest dann ganz viele stimmt. Flugzeuge. Dafür. Das war, wenn ich jetzt hier überall Einheiten hätte, könnte ich da einen Angriff führen, da einen Angriff führen, da. Ich könnte das in jede Richtung machen, Theo. Ja, stimmt. Boah, das ist auch der Knaller. Warte. Warte. Ja, Flugzeuge sind für dich echt das... Du darfst noch keine Karte spielen. Nee, ich will nur... Ich plane. Wie viele Karten hast du überhaupt da? Aktuell habe ich 5. Aber noch haben wir nicht Unterhaltsfrage. Das heißt, also ich habe hier jetzt einen Panzer... Ich bin noch dran, ne? Nee, nee, ich bin auch noch dran. Panzer... Hier kommt natürlich... Der ist immer noch am Planen. Ja, aber Deutschland kommt doch als letztes und ich habe noch nichts. Ach, hä? Jetzt hast du ja geändert. Die Reihenfolge wieder. Ja. Aber warum hat der gerade Einheiten? Ja, jetzt bist du. Ich bin Zweiter, der platzieren darf. Wir sind doch hier bei Sitz Einheiten, dein Hauptquartier. Infanterie und jede Vorposten einmal hier. Ach ja. Nee, schon okay. Jetzt darfst du wieder bauen. Jetzt darfst du bauen. Jetzt bin ich dran, ne? Das heißt, ich Dings. Also du kann jetzt irgendeine Einheit hier reinpflanzen. Ja, da kannst du nur bauen. Ja, wirklich, das hätte ich jetzt nicht gedacht, war so. Ich dachte, ich erwähne es nochmal. Wie geweißt, wir haben hier keine Freunde. Komm, wir machen das mal richtig schön, weißt du, so die Fronten kriegen, abdecken. Das Geilste war mal, als wir Risiko gespielt haben, das ist schon ewig her, einen guten Kumpel, da gab es ja diese ganzen geilen Brettspiele eigentlich nicht, da haben wir Risiko gespielt und der hieß Thomas. Und der meinte, der hatte echt, bei Risiko hat er gesagt, er hat immer Würfelpech, ne? Er hat gesagt, Risiko kann ich würfel da immer einen Scheiß, ne? Und das hat der wirklich, ne? Und dann war der kleinste Insel, ist doch da irgendwie Japan oder sowas, ne? Ja. Und da war seine letzte Einheit drauf und dann hat er einen großen Fehler gemacht. Er sagte, ja komm, mach dich platt, kann ich wenigstens Fernsehen gucken so lange, ne? Ja, warten wir, was alle gemacht haben. Der ist auf seiner Insel da verrottet, bis wir alles gemacht haben. Keiner. Und der hatte dann schon Armeen dann wieder gesammelt und der hat es nicht geschafft, da runterzukommen. Ne? Der hat ihn immer verbraucht, aber keiner hat ihn kaputt gemacht. Weißt du? Aber im Stillen hat jeder gewusst, was er tut. Du hast dich ja jetzt im Prinzip doch schon bewegt, oder? Ich habe nur aufgestellt. Ja. Wir sind ja jetzt erstmal Verstärkungsphase. Ja. Das haben alle haben es gemacht, ne? Ja. Du kannst eine Angriffskarte ausspielen, alle deine Truppen bewegen und so. Das heißt, ich darf ja, glaube ich, anfangen. Ne? Ach, ich habe vergessen, eine Karte, das ist egal. Ja, aber hättest du die Bewegung da dann nicht erst machen dürfen in der Aktionsphase? Ah ja, du hast doch dich mit dem Flugzeug bewegt. Ja, aber es ist eine Sonderfähigkeit. Ah ja, aber ich gehe mal davon aus, dass das halt nur dann gilt, wenn du dich bewegst. Also auch in der Aktionsphase. Gratis unendlich oft einsetzen. Ja, in der Aktionsphase. Flugzeuge können beim Überfliegen eine Einheit von Gegnern animieren, solange sie sich in einem geraden Linie bewegen, kein Truppentransport. Genau, und um etwas zu überfliegen, müssen sie sich ja bewegen. Und bewegen darfst du dich nur in der Aktionsphase. Also würdest du es erst jetzt machen, aber es macht ja keinen Unterschied. Also, okay. Ja, doch, du hättest dann noch was bauen können. Ja, ja, dann stell doch halt was. Ja, rein. Setz einen wieder rein. So. Hä? Wieso? Weil dann zwei drin. Das ist doch nicht seins. Er beherrscht doch. Das. Er hat Er hatte eben einen drin. Dann bin ich da rübergeflogen und hab's weggemacht. Aber es war eine Vorbewegungsphase. Das war ja, ne? Genau. Ja, und jetzt fliegt er drüber und knallt einen weg. Genau. Und jetzt fliegt er aber wieder zurück. Richtig. Nein, nicht. Ah, ja, okay. Obwohl, doch. Weil wir haben ja jetzt nochmal die Bewegungsphase.
Jetzt fliege ich nochmal zurück. Nee. Bau du mal deine Flugzeuge hier gegen Russland auf. Was gegen Russland? Vieles. Was denn? Guck dir. Okay, ein Warhammer-Universum hieße Rot macht schneller, ne? Also müsstet ihr euch sehr schnell bewegen können. Ja, die Orks haben ihre Panzer mal rot angemalt, weil irgendwann ein roter Kampfpanzer vorbeigerauscht sind. Und seitdem haben die gesagt, ey, jetzt rot macht schnell. Ja, Verstärkungsphase ist zu weit, ne? Scheiße, das ist schon wieder vergessen. Wo ist diese Amerika? Ich denke mal später. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich in der Angriffskarte ausspielen. Alle Truppen deiner Wahl bewegen, Gebäude richten. Gibt keine Karten in Amerika. Oh mein Gott. Ja, ich erinnere mich dunkel daran. Pfeil der Mauswanderer. Der Mäusewanderer. Mach mal was Cooles. Geh mal gegen Russland vor, verdammt. Nee, was denn? Guck mal, ich bin total friedlich da. Vor allem rot. Ja. Wenn du gegen Russland vorgehst, dann greife ich dich auch nicht mehr an. Am Arsch. Ja, aber ich habe mich gut eingegangen. Ich mache nichts. Immer total friedlich. Ich freundlich. Was die Welt braucht, ist ja ein Einmarschbefehl. Mache nichts kaputt. Nicht mal Berlin. Genau. Mir zu blöd, um Waffen zu nutzen. Ich weiß es nicht. Weil sie hat mir nicht mal die Deutschen platt bekommen. Wenn ich an dieser Stelle Jack Sparrow zitieren darf, du könntest aufgeben. Antwort, Pirat. Ja. Fertig? Das war nicht cool. Wow. Doch, doch. So, ich gehe dahin, zerstöre dein Flugzeug. Ist für mich Medaille. Genau. So, dann. Gibst du auf. Zieh ich da rein. Das war so klar. Du bist nix, Russe. Ich muss überlegen, wie ich das genau mache. Am besten gar nicht. Eigentlich reicht das schon. Das wird auch reichen. Der Panzer knallt meine Artillerie weg und meinen Soldaten weg und das war's dann für meinen. Ja, warte mal. Der ist schon stehen. Ja. Ah, den habe ich ja schon bewegt. Ja gut, dann ist das okay so. Krieg ich noch eine Medaille, bitte? Niemals! Der gewinnt echt noch das Spiel. Hey, soll ich spielen? Muss das hier noch erobern, muss er noch. Spiele darfst du mit dem nicht spielen. Ich! Also liegt auch echt daran, welches Land du am Anfang hast und wie du es am besten ausnutzt. Echt jetzt? Ja, man darf auch seine Karten nicht vergessen in der Verstärkung. Großer Fehler. Denn, nee, Quatsch, Panzer haben. Ah, sehr gut. Tschüss! Du kriegst noch eine Ohren. Ach, keine Ohren, dafür, dass ich dort lang rausgeschmissen habe aus Berlin. Ja, pass auf, was ich da gleich mache, ist aber total witzig. Ich baue da gleich eine Mauer. Atombombe? Ich baue da gleich eine Mauer, da kannst du vergessen. Ob es auch eine Atombombe gibt, leere das gegnerische Feld und ist dafür immer nicht nutzbar. Ich muss gleich eine abwerfen. Du armer Bub. Ja. Weißt du, was das allercoolste ist? Ich kann da mit 4 Leuten stehen bleiben. Ja, musst du auch. Muss ich auch gleich. Mhm. Wieso eigentlich? Das sage ich doch jetzt nicht. Weil der hat Taktik. Tic-Tac. Ja. Weißt du? Taktik. Ach, du bist. Du. Hä? Was ist denn das jetzt? Ich hab gerade meine Taktik geändert. Also greifst du doch nicht an, oder was? Was? Du hast angegriffen, oder nicht? Ja, du hast doch da angegriffen, da kannst du doch da nicht rausziehen. Ich bin mal bewegen. Du stimmt, weg. Ich hab den da reingebracht. Ja. Weg damit. Guck mal, sie passt dich genau. Was ist das denn da? Wo kommt der denn her? Der kommt von da, ja. Achso, okay. Er kommt von da. Aber so geht das. Aber der stand doch schon vorher da drin. Natürlich kann ich den raus. Das ist egal, der war doch am Gefecht beteiligt. Ja. Hier, Reihenfolge.
Ja, ist ja gut. Truppen bewegen, Gebäude errichten, Gefechte abhandeln. Ja, ist ja gut. Sie ist ja das gleiche Fehler, was warum, ich mache. Warum er sich noch anders bewegt? Das heißt, wenn Gefecht abgehört. Weil denn da hier daher kam. Ich hab den, ich hab den als erstes da reingezogen. Ich hab die anderen danach bewegt. Entschuldigung. Aber eigentlich ist die Reihenfolge erst bewegt. Ich bewege euch gar nicht was. Das ist ja in Ordnung. Ja. Boah, ey. So. Du mit deinem Kackflugzeug warst auch vorher. Aber mich hier ankackt, wo ich einen Fehler drin mache. Ne? Aber mich ankackt, wo ich einen ich Fehler drin mache. Ich bin zweimal Ich bin ja überhaupt der Einzige, der das irgendwie richtig macht. So. Du machst gar nichts richtig. Damit bist du noch dran. Ja. Ja, ne? Als Einziger. Mach den da weg. Das mache ich auch vorhabe. Zack. Ach, den machst du weg. Ja, den mache ich weg. So. Wie soll ich den sonst wegmachen? Ich dachte, du machst den da weg. Bist du bescheuert? Nein. Oh, warte, brauche ich nur einen. Stimmt. Der Panzer macht das schon. Darf ich wegflitschen? Piu! Nein. Oder hat er eine Verteidigungskarte? Ich muss mal gucken, ob sowas tut. Nein. Du nicht wissen. Doch, ich wissen. Du weißt ja gar nicht, was ich als nächstes angreifen will. Ihr seid keine Russen. Sie bringt auch nichts. Well, well, mal gucken, was es bringt. Okay, dann mach Infanterie weg. Piu! Zurück mit dir ins Crowdland. Infanterie dahin. Ui. Und ich kicke. Boing. Genau. Dann bin ich ja nochmal dran. Eigentlich nicht. Wieso? Die Reihenfolge ist bewegen. Angreifen und angreifen. Ich kann auch angreifen. Du hast doch deine Gefechte gerade schon abgehandelt. Du bewegst erst alle Truppen. Aha. Ja, ja, komm, haben wir jetzt die ganze Zeit nicht so gemacht. Lass mich mal. Echt mal. Ich beweg den gleich auf die Kette. Zuerst bewegt man alle Truppen, dann errichtet man alle Gebäude, dann handelt man alle Gefechte ab. Ja. Ich krieg gleich mal alle mal. Ach ja, der ist der Verteidiger. Das heißt, so da. Die wird zuerst ballern, ne? Alle Truppen da laufen. Ja! Das ist schlecht. Dann wäre schon einer von deinen da weg, das heißt, müssen wir nur drei reinziehen. Nicht. Ich flipse dir ins Ohr. Sogar. Der wird anrecht mal. Nein. Ja, ne? Genau. Du kannst zwar dann mit dem Infanterie, würdest du den Panzer wegmachen und die... Ja, also würde man einen wegnehmen. Achso, so ist ja ein Verdubster Angreifer. Genau, er ist Verteidiger. Das heißt, die Artillerie wird erst einen Soldaten wegknallen. Dann würde er den Panzer wegmachen. Genau. Und danach würde die Artillerie würde ich wegknallen. Ja. Einen würde ich verlieren. Und er verliert beide. Ja. Würde ich so sehen, ne? Oder? Ja. Ich habe nicht aufgepasst. Gut. Nee, also stimmt auch. Dann komm. Ja, Moment mal. Hallo? Nicht einfach meine Einheiten wegstellen. Ja, natürlich. Ja, du hast dich aufgepasst. Und die kommen dahin. So. So, lass mal gucken. Also. Er knallt einen weg. Ist der hier weg. So. Dann. Moment. Hallo, Moment, ich darf eine Verteidigungskarte spielen. Wie immer noch. Selbstverständlich, ich habe ja noch keine. Du hast ja eben schon mal geguckt. Ja, aber hier bringt sie was. Oh. Und zwar stelle ich, bevor das Gefecht beginnt, stell die bitte nochmal zurück. Oh, das ist ein bevor Sausack, das Gefecht ey. Beginnt, stelle ich nochmal eine Infanterie da rein. Und die Verteidigungskarte ist weg, ne? Und die Verteidigungskarte ist weg. Ja, so, also alle weg. Mal. Der hier weg? Ja, dann sind beide alle weg. Das Flair ist leer. Der schießt die Infanterie weg? Die Infanterie weg, genau. Ja, und ups, der Panzer schießt die Infanterie weg. Und ja, ich schieße den Panzer weg. Panzer weg. Hä? Ich dachte, das Gefecht wäre dann vorbei. Der war schon, ja. Ja. So bleibt stehen. Ja, wieso? Er darf auch nochmal. Richtig. Ja, ist aber der hat doch schon. Eins, nein, zwei, die sind zwei. Zwei. Nee, er darf noch. Er darf noch. Ja, der hat ja als erstes geschossen. Der hatte ja. Die ersten Links weg. Nochmal von vorne. So, jetzt bauen wir nochmal auf. So. So, er knallt einen weg. Einen weg. Mhm. Einen weg. Dann er knallt einen weg. Genau. Er knallt einen weg. Genau. Und er knallt einen weg. Ist auch falsch. Ist auch eigentlich falsch. Ist auch totaler Quatsch, was wir gerade sagen. Und zwar, er knallt einen weg. Das ist richtig. Mhm. Aber die knallen beide erst, knallen zuerst. Die sind doch in der Initiative vor den beiden. Zuerst schießt der eine von ihm und dann der andere von ihm. Aber der Angreifer ist doch immer abwechselnd. Ja, nee, das glaube ich nicht. Das wäre Käse, deswegen. Warum? Das macht keinen Sinn. Für mich schon. Dann wären die Verteidigungskarten ja auch total dann useless. Dann wären die Verteidigungskarten auch total dumm. Warum? So. Guck mal, hier ist das jetzt zum Beispiel das Beispiel. Ne? Die Infanterie schießt einen von denen weg. Ne? Ja. Dann schießt der Panzer einen von denen weg, genau. Also im Anfang, dann kommen die Dings und die schießen dann gegen Infanteristeneinheiten. Dann schießen die das gegenseitig kaputt. Das heißt, es ist wirklich weg dann. Alles. Ja. Also dann sind die alle sind weg. Ja. Die weg.
Ja, und da steht jetzt nur noch genau. Die Kanone. Genau. Womit ich das Gefecht gewonnen habe. Stimmt. Stimmt. Wenn ihr jetzt die Verteidigungskarte nicht gehabt, dann hätte man. Hat man im Gefecht auch gewonnen, wenn man es in der Verteidigung ja. Gewinnt? Ja. Das steht. Ja. Nein, ich habe noch einen. Ich habe noch einen zum Rumtellen. Achso, okay. Aber hättest du die Verteidigungskarte nicht gehabt, dann hätte ich es. Dann hättest du gewonnen, genau. Aber, es war, aber ich dachte tatsächlich, dass zuerst die alle abgehandelt werden. Nee, nee. Aber es war ein Versuch wert. Also, wir sind jetzt in der Taktikphase, richtig? Taktikphase, genau. Ja. Ich tausche, ich spiele eine Taktikkarte aus. Tausche bis zu zwei deiner Infanterie gegen mechanisierte Einheiten Panzerflugzeuge Artillerie. Die ist gut. Flugzeuge holt er. Nee, das bringt mir ja hier nichts mehr. Ach, ich habe gar keine Panzer mehr. Ach nein, no, ich wurde ja wirklich von... Flugzeug. Habt ihr die aktuelle Siegpunkte schon angepasst? Achso, da sind wir noch gar nicht. Nee, sind wir noch nicht. Taktikphase. Achso, ja, stimmt. Wettrüsten. Wettrüsten? Möchte jemand wettrüsten? Was kann ich damit mal machen? Du kannst Forschungsdeck, also dann darüber versuchen, Punkte zusammenzusammeln. Die Ressourcenkarte waren das hier, sowas hier, ne? Oder was? Oder was fand ich vorher? Wie kriegt hier, man das? Wenn du Karten wegklickst und dann diese Punkte unten sammelst. Um dann vielleicht 15 Punkte zusammenzukriegen. Ach, ja, dann mache ich das doch. Dann hast du jetzt 5 Punkte sozusagen. Nee. Er hatte da vorhin schon 5. 7. Weil die Karte ja besonders. Oh, Dings kriege ich hier auch noch. Oh, okay. Nicht schlecht. Ja, irgendwie muss ich ja gewinnen. So. Hm. Unterhaltsphase, das ist für mich wieder doof. Ja. Mhm. Boah, da verlierst du 2 Einheiten. Darfst du dir komplett aussuchen, welche? Nee. Das ist zum Glück schon mal vorher noch vorgeschrieben. Ja, überleg mal. Ich verliere keine. Warum nicht? Doch, klar. Meine Fraktionsfähigkeit, Überleben, behalte in der Unterhaltsphase eine zusätzliche Einheit pro Gelände. Boah. Die Russen, ey. Ja, ja, ja. Da sind sie ja wieder. Jo, Unterhaltsphase am letzten Stück bei allen, ne? Ja. Ja. Okay, dann sind wir wieder in der Reihenfolge. Das heißt, die Russen haben wie viele Punkte? 1, 2, 3, 4, 5. Du hast 9. 6. Du hast 6. Ach, die Medaille, ne? 6. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Darf ich auch mal zählen? 9. Ich hab... Wir haben 5 schon gezählt. 1, 2, 3. Was habt ihr gezählt? 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6. Nee, die hast du verloren. Achso, ja. 1. Nein. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 9. Ja. Boah, er hat der ein Schwein, ey. Und die Engländer? 1, 2, 5. 3. Nee, 3. Nee, nee, 5. Ich habe ja hier noch die 2. Genau. Aber dennoch das letzte. Ja, das ist schon. Ja, muss schon aufpassen, wie schnell diese Punkte da zusammenkommen. Dein Gesicht sagt nichts Gutes. Hast einen Atomschlag bekommen? So was Ähnliches. Oh, die Amis dürfen 2 Karten ziehen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das sind auch deutsche Truppen, die da drauf abgebildet sind. Ja. Oh. Wenn wir denken, dass das Originalaufnahmen sind, ist schon echt bitter, ne? Naja. Ich frage mich jetzt auch bei dem Foto, ob die Crew überlebt hat nach der Aufnahme. Sind das Originalaufnahmen? Wahrscheinlich. Mhm. Das ist schon ein bisschen makaber, oder? Ja, ja. Das muss man. Das wird aber einem jetzt so viel später so bewusst. Mhm. Hier ist noch so ein Kabel dazwischen gerutscht. Oh, okay. Moment, du darfst noch gar nicht. Eben. Warum nicht? Ja, weil die Briten auch erstmal ihre Very British Karte ziehen dürfen. Oder hast du schon gezogen? Du hast denn gezogen? Ich habe noch gar nicht gezogen. Dann darfst du eine Karte ziehen. The Empire is not Verteidigung war hier, ne? Mhm. Nicht der Deutsche? Der hat ich hab schon. Zu Beginn der Verstärkungsphase darfst du eine Befehlskarte ablegen und dann eliminierst du eine... Beim Hauptquartier aber nur, ne? Schade, das bringt mir gar nichts. Dann vergessen wir das. Oh. Auf ein an deinem Hauptquartier Angriffsgelände nach Wahrheit, schade.
Ja, die hat es schon mal gehabt. Ja, ich habe gedacht, ich dürfte auch jedes sein, aber das ist leider nicht so. Also Verstärkung. Stimmt. Mein Part dann, ne? Nee, Quatsch. Mhm. So. Auf in den Stellungskrieg. Ja, ist gerade Wettrüsten, ne? Nee, momentan habe ich so einen kleinen kalten Krieg irgendwie. Ich halte mich aber tapfer. Ja. Aktion, du kannst eine Angriffskarte, Befehlskarte ausspielen, halt drum deiner Wahl bewegen, Gebäude errichten, Gefechte abhandeln. Du darfst anfangen, Mr. Germany. Ich warte. Genau, greif Russland an. Ich spiele eine Angriffskarte, und zwar, du kannst feindliches Gelände betreten, ohne ein Gefecht zu beginnen. Ah! Das ist auch eine Dreckskarte, ey. Durchquere es oder erkläre es zum Grenzgebiet. Das ist ein Grenzgebiet. Ja gut, du brauchst ja nur eine Armee reinziehen, dann kannst du ja den Kampf gewinnen. Ja, aber er kann nicht mein Hauptquartier angreifen. Ja, das stimmt. Also das er. Ja. Er. Ja, der Russe. Der Russe. Ich war wirklich an den Russen jetzt gedacht. Willst du uns irgendwas sagen? Willst du irgendwas beichten? So, das ist meine erste Bewegung. Aha. Ist dein Geheimnis aufgeflogen? Deswegen das Cosplay, ich verstehe. Na, na. Was machst du denn da? Bewegen. Ach, das bewegt, ne? Oh, herrlich. Aber noch hat er keinen Soldaten drin, das ist schon mal sehr gut, sonst hätte er gewonnen. Fertig. Der Ami ist dran. Mhm. Eins, zwei. So klingt vier, Vergebung. Fünf, er schreit sechs, und dann Stille. 7, 8, 9 ist er immer noch. Mhm. Wenn er gleich einen Infanteristen da reinsetzt, dann hat er gewonnen. Genau, ja. Aber erst mal hinkommen. Goodbye, Stimme. Es wird Zeit für dich zu gehen. Goodbye, Lenin, ne? Okay, ich spiele die Karte, verhindere den Gebrauch von Verteidigungsbefehlen in einem Gefecht, in das du verwickelt wirst, aus oder bist. Ziehe den Panzer da rein. Also, muss ich jetzt erstmal alles erstmal, also erstmal muss ich wieder alles Mögliche so hin und her bewegen. Genau, erst bewegen, dann erst bewegen, dann Angriff. Okay. Angriffskarte ausspielen hast du ja schon. Alle Truppen deiner Wahl bewegen. Dann gut, dann ziehe ich den dahin. Den ziehe ich dahin. Den dahin. Den dahin. Den dahin. Ich habe mehr Spiele mit Taktik als Strategie. Den dahin. Merke ich. Ja. Dam, da, da, dam, 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 dam. Zwei Panzer weg. Und zwei Artillerie weg. Und das Flugzeug. Oder? Warte mal, war das jetzt richtig? Das war das Flugzeug, war auch hier. Ja, stimmt, das Flugzeug habe ich total vergessen. So. Aber das dürfte eigentlich nichts machen, das Flugzeug, oder? Schießen die sich dann gegenseitig so, ab? So, pass auf. Genau, Panzer schießt eine Artillerie weg. Der ist jetzt dran, der Panzer. Letztlich, der schießt jetzt eine Artillerie weg.
Ja, aber ich hatte doch eben. Du hast drei Panzer oder was? Ich hatte drei Panzer da drin. Ja, ja, hattest du auch. Mhm. Genau, und ich hatte zwei Artillerie. Genau. Genau. Genau, und die zwei Artillerie schießen zwei Panzer weg. Genau. Dann schießt der Panzer eine Artillerie weg. Genau. Dann schießt die Artillerie eine Artillerie weg. Genau. Und das Flugzeug schießt einen Panzer weg. Das Flugzeug schießt einen Panzer weg, ja. Ja. Mhm. Wo steht das mit dem Flugzeug und dem Panzer? Initiative 0. Ja, genau, ist als letztes dran, schießt aber zuerst auf den Panzer. Verdammt, ey, das ist, siehst du mal, wie schwer das ist, echt so ein Kampf. So, das sind so die Dinge, die abzuschätzen. Wird die letzte Artillerie jetzt nicht in das Flugzeug noch wegschießen? Das ist ja eine Runde vorbei. Da gäbe es ja nie eine Pattsituation, wenn es immer so lange gespielt werden würde, bis eine Seite besiegt ist. Dann gäbe es ja diese Situation hier nicht. Ja, jeder kommt ja einmal dran. Und der war ja auch ist dran. Ist schon gut, ja, schon gut. Also wieder ein Grenzgebiet. Genau, Grenzgebiet, das war das, was ich gesucht habe. So, ich bin dran. Habe ich mir anders vorgestellt. Ja. Also, nichts gewonnen, nichts verloren. Ja, genau. Aber Salim, ja. Was ist, wenn ihr jetzt hier reinzieht? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ja, dann findet ein Kampf zu dritt statt. Wir sind die beiden Verteidiger. Ah, krass. Verteidigen wir zusammen? Das ist hart für ihn, ne? Ja, das ist echt bitter. Und da ich ja nur einen Soldaten habe, ist die Artillerie bumm. Dann wäre es das für mich. Boah. Mhm. Genau. Ist ja schön, dass ihr den Russen so geil ignoriert, weißt du? Die reißen sich ja aus. Jetzt erinnert mich immer den Leonardo, weißt du, da haben wir auch mal den immer vergessen und dann. Also ihr zwei prügelt voll auf mich ein, naja, gut, weißt du, aber ignoriert. Du darfst ja nicht alles vergessen, du siehst die ganze Zeit die 9 Punkte, willst du weg haben. Aber jetzt guck mal hier, jetzt hat sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8, 9. 8, 9. Boah. Wenn sie jetzt noch ein Gefecht gewinnen würde. Dann hat sie gewonnen. Das darf man nicht. Nee, mit dem Gefecht kriegst du nur eine Medaille. Sie müsste noch zwei Gefechte. Genau. Ja. Aber da sie gar kein Gefecht ausführt. Ja. Punkt. Nee. Gefecht. Sag ja, wenn du den rausknallst. Ja, tut's ja nicht. Tut's ja nicht. Boah, du Leid, du willst das Ganze künstlich am Leben erhalten. Ja, das verstehe ich auch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Wenn du es willst. Dann ist das Spiel zu Ende. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Wo zählst du da zusammen? 1, 2. 1, 2, 3. Achso, das bist du gerade. 1, 2, fumblen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, hat sie nicht gewonnen. Nee, stimmt, hast du nicht gewonnen. Das ist erst ihr 9. Punkt. Hab ich die 9 gezählt? Egal. Sag ich doch die ganze Zeit. 1, 2, 3, 4. Ja, auch mit mehrfachen Zählen wird es nicht mehr. 7, 8, das wäre ihr 9. Punkt. 7, nein. Nee, stimmt. Am Ende wäre es der 9. Punkt. Ja. Dann hättest du nur einen Kopf vor Kopf rennen mit ihm. Ich würde es tun. Dann ist er dran. Wow. Ich will das aber nicht. Ich hätte die umgespielt eben. Na gut, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, könnte. Das Leid ein bisschen verlängern, ne? Ah, ich will das Leiden verlängern. Ja, einer reicht ja. Da kriegst du eine Medaille. Ja. Ne, so rum erstmal. Ja. Und? Die schießt erstmal Infanterie weg. Ja. Die Infanterie schießt dann die Infanterie weg. Piu. Und ja, guck mal, man kann aber auch ganz schön schnell wieder. Ja, ja. Das ist so. Die Oberhand. Das muss man eh nämlich schon wieder im Auge behalten. Ja. Mhm. Ja, dann bin ich auch jetzt 8 Punkte schon. Ja. Mal eben von 3 auf 8 wieder, ne? Mhm. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stimmt. Mhm. Aber mich hier, ne? Pack mal auf, ja, hier, die Russen. Das ist schon gut balanced, würde ich einfach sagen, weil sie es am Ende doch bei jedem zuspitzt. Wenn, die Russen sind im Keller. Das war's. Können wir eigentlich jetzt wieder weitermachen mit der taktischen Phase. Taktikphase. Ja. Ich spiele die Karte aus, tausche bis zu 2 gegnerische mechanisierte Einheiten gegen Infanterie aus. Wie tricky. Uhuhuhu.
Wen nehme ich denn da? Also habe ich euch wieder in Zugzwang gebracht. Das ist auch wieder total geil. 3, 4, 5. Also eigentlich ist jetzt der Russe wieder der Stärkste. Ich? Nein, er ist noch der Stärkste. Also von den Einheitenzahlen ist sie die Stärkste, richtig. Sie können jetzt locker... Der hat ja jetzt wieder Punkte verloren, ne? Ja. Guck mal hier, die sind ja beide schon wieder weg. Ich habe auch nur 7, er hat 8. Wer hat 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Sogar 9! Zack. Ha! Erklärt sich das ja eigentlich relativ schnell. Die very British people hier. Dann machst du daraus bitte mal eine Infanterie schon mal. Das ist cool. Und... aus dem hier hinten machst du bitte auch meine Infanterie. Oh, schön, dass du dir die Karte warst. Darf der das? Ja, sonst war jemand eine Taktikkarte? Ja, nein. Nein. Aber schon cool, ne? Das ganze Ressource. Ja gut, der Panzer hat mir nicht viel gebracht. Wenn er mich angreift, ist es so. Dann wird rüsten wir. Aber das hat dir was gebracht. Ich werde rüsten nicht viel. Wer trösten irgendjemand? Ich muss mal wieder gleich was zerstören. Ich auch. Ich behalte unfortunately muss ich was zerstören. Gut, also Unterhaltsphase, das heißt, muss wieder was verschwinden hier. Das passt. Der Russe, da ist ein Grenzgebiet, da dürfen nur 2 drin stehen. Nein. Im Grenzgebiet dürfen nur 2 stehen. Das heißt, du darfst da auch maximal 3 haben. Ist doch nur um 1 erhöht, oder? Genau. Zusätzlich eine Einheit. Mhm. Ja, das heißt, eine muss. Ach, der Russe muss da einbüßen. Oh. Ansonsten passt das, ne? Ja, ansonsten passt das. Der mit so einem Kackgebiet da. Ja, darf, genau. Das ist ja. Scheiß Russe. So, und dann. und dann zusammenzählen. Jetzt sind wir wieder in der Punktephase, ne? Alle wieder hier zurück. Ich bin bei 9. 8. Du hast 8? 1. Der Ami hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich nur. 2, 3, so schnell geht das. Es ist so krass, ne? 7. 3, 4, 5, 6. Ich habe 8 Punkte, wo zählt ihr denn 9 bei mir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wo habt ihr denn 9 gezählt? Ihr könnt nicht zählen. Ach, guck mal, so ändert sich das. Auf einmal ist der Russe wieder der Engländer als erstes dran. Ne? Das ist ein geiles Spiel. Warum liegt der Deutsche schon drauf in der... Das ist ein geiles Spiel. So, du Russe. So, dann zieh du mal eine Karte. Ja, ich darf ja nur eine ziehen. Ja. Ich auch. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Stimmt, du darfst wieder zuziehen. Ich nicht. Ja, Moment, Reihenfolge. Ich bin dran. Ich bin's gewohnt. Ja. Das ist aber wirklich so, weil man, ne? Ganz schön die taktische, ne? Ja. Wenn sich die Reihenfolge ständig ändert, das ist. Das stimmt, jetzt darf ich wieder nur eine ziehen, ne? Ja, aber das kriegt dann nicht befestigt. Eine Seite muss er aufgeben. Boah, ist die geil. Aber. Hast du jetzt schon gezogen? Ja. Hast du die Reihenfolge jetzt auch nicht beachtet? Ja. Wieso? Gerade dran. Oh, sorry. Was wolltest du? Ja, gut, dann ist okay. Ich hab noch gerade gezogen. Das ist echt böse. Flugzeuge können Einheiten befördern? Ja. Ja, klar. Die ganze Zeit schon. Ja, habe ich schon mal gesagt. Ja. Das ging an mir vorbei. Ganze Zeit schon. Ging brutal an mir vorbei. Scheiße. Genau, Verstärkungsphase, ne? Das heißt, ich opfere eine Karte für meine Sonderfertigkeit. Da wir leider kein leeres Feld haben, wird das Minenfeld sein. Die opfere ich. Dann darf ich 2 in mein HQ reinstellen. Und hier gehe ich auf Verteidigung. Mhm. Oder macht das Sinn? Warte mal, Verteidigung. Oh, der heißt, der knallt rein. Ja, passt. Hier kommt eine normale.
Ich mach mal hier zwei. Hier kommt so einer. Das stimmt, man muss echt so taktisch überlegen. Ah ne, da kommt ja nur eine Dingseinheit in Frage, ne? Mach das Spiel schon. Mhm. Oh, die läuft doch. Ich habe gerade vor den Schock bekommen. Kurzes Spiel. Ja. Habe ich auch gedacht. Irgendwie habe ich gedacht, das was man. Mache ich das so. Ein okay. Absacker-Spiel, ne? Mhm. So, Verstärkungsphase. Ich vernichte die Karte hier. Und darf dann ja Gott sei Dank jetzt wieder, weil es neben meinem Hauptquartier ist, eine Einheit eliminieren. Oh, schade, hätte ich doch die Karte nicht ablegen sollen. So. Schade, hätte ich jetzt ein Minenfeld drauflegen können. Und jetzt soll ich Verstärkung wieder machen. Von 8 auf 7 Punkte. Jetzt hast du 9. Aber nicht mehr lange. Du könntest ein Gebiet einfallen. Könnte ich. Sogar von zwei Seiten. Könnte ich. Du kannst sogar ein leeres Feld annektieren. Könnte ich. Ich glaube, du bist dran. Mhm. Bist du nicht mehr? Ich bin durch. Verstehe einer die Russen. Ich bin dran, Bewegungsphase. Ich hätte auch so viele Einheiten einfach, ne? Habe ich so das Gefühl. Bitte? Ich hätte auch irgendwie mega viele Einheiten. Ja, weil ihr sie alle schön ignoriert habt. Sie konnten sich wunderbar aufbauen. Das ist gar nicht wahr. Wohl wahr. Nein, das doch. Ist gar, nein. Doch. Oh. Bewegungsphase, ne? Mhm. Piu. Ja. Hätte ich auch gemacht. Ja, ganz ehrlich. Da der eh nachher wieder rausgeknallt wird. Machst du noch was? Nö. Ja, nö. Okay, ich bewege mich hier rein. Und dann kommt zum Gefecht, ne? Und so. Stop. Achso. Moment, erst bewegen sich alle. Und so rein und der bewegt sich auf jeden Fall mal mit hier rein. Ja, ja, normalerweise ist es ja eigentlich die letzte Bewegung ins Gefecht, ne? Sobald du reingehst, ist ja Gefecht, ne? Ja. Das hatten wir jetzt ja schon. Nee, ja. Dann kommt erst Gebäude errichten. Mhm. Ja. Aktion. Gefecht ist einfach das Letzte, was du machst. Du bewegst alle deine Truppen. Ja, ja, ist klar. Warum hast du mich denn dann vorhin auch so angemusst? Wollte ich gerade sagen, wir haben immer gesagt, wenn du reinziehst, haben wir ihn auch gestoppt. Hm. Das ist aber erst, falsch. Erst alle bewegen und dann, wenn du reinziehst, wo ein Gefecht ist, dann findet das Gefecht statt. Das haben wir eben die ganze Zeit immer so gesagt. Deswegen habe ich mich ja die ganze Zeit beschwert, weil das falsch ist. Na, du hast es doch gesagt. Nee, ich habe erst alle Truppen bewegen. Also du machst erst alle Bewegungen, egal wohin. Dann errichtest du Gebäude, aber meistens hat es gameplay-technisch wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied. Vielleicht steht auch in den Regeln genau beschrieben, wie es funktioniert. Kann sein. Wahrscheinlich macht es nicht so enorm den Unterschied. So, aber so lasse ich das auf jeden Fall erstmal. Und dann ist hier... Ah, warte mal. Habe ich ganz vergessen. Angriffskarte natürlich zuerst. Auf welches Feld? Nee, ich spiele keine Angriffskarte. Vergiss es. Ist auf welches Feld? Oder? Er spielt doch keine Angriffskarte. Doch, ich spiele natürlich eine Angriffskarte. Du musst die eher wegwerfen. Ich spiele natürlich eine Angriffskarte. Ja, hat er eigentlich die Karten vorhin weggeworfen, die er zu viel hatte? Ich hatte nicht so viel. Die habe ich ja erst gezogen. Zwei Stück? Eins, zwei, drei, vier, fünf Karten hast du, ne? Ja, und eine habe ich gezogen. Okay. In der Unterhaltsphase habe ich viel. Ja, der hat auch eine. Also die wollte ich spielen. Wir wollen dich einfach nur verhindern. Was ich weiß. Was ist das? Eine Einheit vom Spielplan entfernen. Genau, dann machen wir das Gefecht zuerst. Tot? Ja, läuft. Und dann machen wir das Gefecht. Da darf deine Artillerie natürlich zuerst meine Infanterie abknallen. Mhm. Und dann ist deine Infanterie platt. Und ich krieg zwei Medaillen. Der. Boah, jetzt soll ich was sonst sehen. Ich hab gewonnen.
Hallo. Ah, das ist eine Runde. Netten, ich sag's dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Gott sei Dank bin ich ja noch dran, ne? Ja, ja. Gott sei Dank bist du ja noch dran. Scheiße. Ich hatte mich was anderes eigentlich vor, aber jetzt gut. Tja, hast du Pech gehabt, Baby. Da kommst du gar nicht mehr dran. Scheiße. Stimmt. Scheiße. Nur der Russe kommt noch. Nee, der Russe war schon. Nein. Selber schuld. Das Ding ist, wenn du jetzt mit deinem Panzer hier reinfahren würdest, ne? Geht ja nicht. Du darfst kein Gebiet durchqueren, das besetzt. Das heißt, muss ja erstmal. Das heißt, dass er da reingezogen ist, dann könnte ich mit dem Panzer hier platt machen und mit dem. Oder mit dem platt machen und mit dem Panzer. Nee, genau das ist ja der Punkt. Deswegen bewegst du zuerst alle Truppen und machst dann das Gefecht. Genau. Hättest du ihn nicht reingezogen, hätte ich ihn jetzt noch angreifen können. Tja. Und ich habe zwar noch diese tolle Angriffskarte, alle Einheiten auf einem Plättchen dürfen sich während der nächsten Bewegungsphase zweimal bewegen. Aber das hilft mir jetzt auch nicht, ne? Oder? Ich habe übrigens deine Karte. Hilft mir das? Weiß ich nicht. Was denn? Ich darf mich zweimal bewegen jetzt, aber das hilft mir nicht. Ich komme trotzdem nicht hin, ne? Nö. No. Er hat gewonnen. Ja. Wir können das nicht mehr verhindern. Außer du hast noch eine Taktikkarte. Die ist übrigens ausgegangen. Nee, haben wir ja nicht. Oder? Achso. Ja. Ja, außer du hast noch eine Taktikkarte, die funktioniert. Nee, ich habe leider nur noch Angriffskarten. Ich habe alle deine Panzer dürfen ein Gefecht, in das du verwickelt bist, zweimal angreifen. Ach, ich habe vergessen, die Verteidigungskarte zu zünden. Und alle Einheiten auf einem Plättchen dürfen sich während der nächsten Bewegungsphase zweimal bewegen. Ich habe vergessen, die Verteidigungskarten zu zünden und wer dann will ich. Aber das hilft mir jetzt auch nicht. Na, ist zu spät, ist zu spät. Was war das für eine Verteidigungskarte? Bevor du das Gefecht abhandelst, opferst du eine Einheit, um zwei gegnerische Einheiten zu eliminieren. Oh, das wäre es gewesen. Das wäre es wirklich gewesen. Das wäre dann hier das Ding. Dann würden mir sogar zwei Siegpunkte fehlen, weil ich ja weder die für den Sieg bekommen hätte, die Medaille, noch den, aber ich hab die total verplant jetzt gerade, aber zu spät ist zu spät. Ach komm, was soll's. Also ich spiele jetzt dir und jetzt muss ich einfach den Russen angreifen. Irgendjemand muss ich jetzt noch platten. Irgendjemand muss ich jetzt einfach noch ein Gefecht gewinnen. Ja, greif mich doch mal. Ja, ein muss jetzt mal. Vielleicht kriegst du ja noch einen Gleichstand hin. Ich ziehe den dahin, den ziehe ich dahin, das ziehe ich da rein. So. Und könnte ich Infanterie? Nee, kann ich nur eins weiterziehen, ne? Das hilft mir da nicht. Reicht das schon? Ja, das reicht. Und vor allem die Panzer dürfen zweimal angreifen, ne? Ja, ein Gefecht. Ja, das reicht. Okay. Wir dürfen ein Gefecht und das wirke bis zweimal angreifen. Ja, das reicht! Ja, ist ja gut! Und sie hätte auch schon nichts gesagt. Ein Panzer ist tot wegen meinem Bumsi. Aber du hättest auch schon nichts den Sack zumachen. So, und jetzt ist alles andere von mir hin. So. Jetzt. Der Busse spielt schön das? War das richtig? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ist eh egal, der hat eh gewonnen. Taktik haben wir nicht mehr, Wettrüsten haben wir auch nicht mehr, ne? Unterhaltsphase. Guck mal, wenn Deutschland schon keinen anderen Krieg gewinnt, dann kann es wenigstens ja, noch eh gewinnen. Jetzt müssen wir mal gleich zählen. So, Unterhaltsphase ist auch durch. Das heißt, wir müssen wieder zählen. Irgendwie wird es noch klappen. So. Warte, ich kann hier nochmal hier so ein Dings machen. Ach stimmt, könnte ich auch noch, aber dann wird mir das auch nicht viel bringen. So, aber, der, pass auf, der Russe hat wie viele Punkte? 1, 2, 3, 4, 5, ne? Da, wo du angefangen hast. Der Amerikaner, der Amerikaner hat... Aber weißt du was? Ich hätte den ja auch noch da reinziehen können. Hättest du ja. Ja. Wenn ich so einen mehr gehabt, scheiße, habe ich nicht angedacht, nicht drauf geachtet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ja, 8 habe ich. 9. Und dann hättest du 9 gehabt, ne? Ja, genau. Ja, hätte auch nicht gereicht. Schade. War knapp. Das war mein Gedanke noch. Deswegen habe ich gedacht, kriege ich die Infanterie vielleicht gleich noch zu hinzufügen. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Aber. Geil. Aber zwei kleine taktische Fehler eigentlich. Ne? Einmal die Karte jetzt nicht noch gespielt, hat das nicht geschafft. Aber ich glaube, jetzt hier nicht reingezogen, ich auch noch. Aber ich glaube, darauf kommt es an. Das sind diese kleinen taktischen Fehler, die es am Ende ausmachen. Ja. Soll ich dir noch was sagen? Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Punkte du hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Das ist auch gar keiner. Stimmt, der zählt nicht. Das ist gar keiner, ihr Leute. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scheiße. Ich dachte auch, das wäre der gewesen. Aber wenn du da angegriffen hättest, hätte ich noch die Karte gehabt, dass meine Flugzeuge eine höhere Initiative haben.
Ja, okay. Soll ich euch mal sagen? Deswegen habe ich plötzlich die Flugzeuge. Ja. Ach so. Ihr habt mich tatsächlich außer Acht gelassen, aber nicht da, sondern hier. Ja, die Punkte da. 3, 4. Die Forschungspunkte. 5, 8. Und 12 Punkte. Wir brauchen noch 3 und sie hätte es geschafft. Mir hätte noch eine Karte eigentlich legst du nicht offen, du legst eigentlich nur die hier offen. Bei mir legst du nicht offen, damit keiner weiß, wie viele Punkte du schon zusammen hast. Ja. Ah. Ach so, okay. Okay, der Deutsche hat dann wohl tatsächlich. Wie viele Punkte hast du? Ich habe nicht so viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beweist aber schön, dass es nicht um die Schlagkraft der Armee nur geht. Ne? Ja, das stimmt. Ja, stimmt. 4, also 5, 6, hier muss er ja nicht strategisch, sondern auch sehr viel taktisch vorgehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein grandioses Spiel. Und vor allem gut ausbalanciert. Ja, mega. Muss man echt sagen, mega. Ne? Wenn du überlegst, plötzlich war er hinten mit 2 Punkten oder 3, ne? Und auf einmal warst du wieder knall vorne. Und er hätte das auch noch reißen können. Und dadurch, dass sich das jetzt mal so verändert hat, auch mit der Reihenfolge, ne? Hast du ja so viele verschiedene Einflüsse. Oder hätte es gut gemacht, so heimlich die Forschungspunkte mich hier einigeln können. Einfach die Forschungspunkte, das wäre die taktische Version, ne? Aber ich wollte es mal mit Strategie versuchen. I like. Ich hab ja die ganze Zeit diese Forschungspunkte gesammelt und ihr konzentriert euch die ganze Zeit auf dieses Brett und ich dachte so, auch wenn da keiner noch war. Deswegen hast du schon typisch gespielt, ne? Deswegen auch schön, hast du mich angegriffen. Ganz ruhig geblieben, ne? Unauffällig. Aber du hättest auch locker so das Spiel dominieren können. Ja, klar. Aber dadurch, dass ihr euch alle auf das Brett konzentriert habt und ich mehr alle auf mich, gemerkt, weißt du, ja, alle prügeln auf mich ein. Ja, und ich hab das irgendwann gemerkt und hab ja, du warst auch so dicht dran. Ja, und dann, wie ehrlich war, ja, prügeln wir auf den Engländer weiter ein. Scheiß auf den Deutschen. Ich bin der Einzige, der hier den ihre Schranke gebiet. Ich hab doch am Anfang gesagt, ich verbünde mich mit den Deutschen, oder? Wenn ich mich nicht erinnere. Das ist ein schönes Spiel. Aber hattest du nicht einmal 9 Punkte? Ja. Dann hättest du ja schon gewonnen, wenn ich die Karte nicht gelegt hätte. Yeah. Das wäre dein Zehner gewesen. Das ist auch mies, ne? Was so ein Punkt ausmachen kann. Aber ich mag auch das System, dass eigentlich jede Runde hast du eine andere Anzahl Siegpunkte, finde ich eigentlich ganz nett. Ja, und auch eine andere Initiative zum zum Bewegen. Ja. Du musst halt auf viele, viele Sachen achten. Und das mag ich eigentlich immer sehr gern. Ja, halt zurück zum Fazit zu Final Frontier. Was allerdings Frontier Wars heißt, wie mir gerade einfällt. Scheiße. Ich denke immer an Final Frontier, weiß ich warum. Ja, halt zurück beim Fazit zu Frontier Wars. Ihr habt es gerade gesehen, ein wirklich geniales Taktik- und Strategiespiel, was wirklich extrem gut ausbalanciert ist, was immer wieder das Spiel komplett verändert, auch die Reihenfolge, also auch mit den Punkten zusammenzählen. Gerade mit den Town ziehen, um die Punkte, um die Länder rein, die man angreifen kann, erobern kann. Immer wenn man denkt, man ist gerade vorne und hat es jetzt im Griff, verändert sich das plötzlich nochmal blitzschnell. Man muss auf jeden aufpassen, man darf seine Taktikkarten und seine Möglichkeiten, die man hat, nicht vergessen. Da kommen die Engländer daher und spucken den Deutschen in die Suppe. Genau, und umgekehrt und wie auch immer. Also hat einen Riesenspaß gemacht, ein absolut geniales Spiel, was auch wieder nach Wiederholung schreit. Und für uns eine klare Empfehlung. Und jetzt geben wir das Wort wieder an Brett Spielgefasster. Der Russe, der mit seiner... Also, ja, wenn ich nicht vorher schon von den Deutschen besiegt worden wäre, hätte ich tatsächlich einen taktischen Sieg davon getragen. Stimmt, darf man auch verlassen, ja. Ja, durch die verschiedenen Möglichkeiten, eigentlich, wie man da wirklich bei dem Spiel gewinnen kann. Also das ist schon wirklich genial. Eben, einigeln und die Forschungspunkte einkassieren oder... Also, das hätte funktioniert. Ja, aber es ist eigentlich ganz gut, dass ein Gefecht auch nie einfach schon vorherbestimmt ist, wie es ausgeht. Da können die Verteidigungs- und Angriffskarten doch noch mal viel drehen. Und die sind schon heftig. Ich wäre noch gespannt, wie abwechslungsreich es in weiteren Missionen ist. Ob die sich wirklich dann noch stark unterscheiden oder ob es sich dann doch immer gleich spielt. Aber so die erste Partie war richtig geil. Ja. Also, bin gespannt, was da noch folgt. Ja, ich meine, das Spannende ist ja, man kann auch diese ganzen Erweiterungen noch machen, ne? Weißt du, mit dem Nebel oder dass man mit Geheimaktionen dann arbeitet oder mit den LKWs oder... Mit dem Graben, wo du dich eingraben hast, ja erzählt, ne? Genau, dann gibt es auch Gräben, die man machen kann. Man kann ja noch mit anderen Nationen noch spielen. Man kann sich verbrüdern, man kann sich in den Rücken fallen, das ist schon... Also es gibt so viele Möglichkeiten, die man da noch hat. Deswegen, also grandios. Also ich glaube, das wird auch nie langweilig werden. Nee. Also, und gerade, was ich auch toll finde, ist, dass der nicht einfach in den ersten 2-3 Runden irgendein Mitspieler von den Siegpunkten ja schon abhauen kann. Genau. Und der ist dann unerreichbar irgendwie vorne, sondern wie wir ja selbst gesehen haben, das kann sich auch innerhalb kürzester Zeit nochmal komplett drehen. Ja.
und dann ist man plötzlich, obwohl war vorne, war hinten. Und ja. Das ist schon toll. Ja, auch gerade hier ganz zum Schluss, ne, das hätte sich ja nochmal drehen können. Ne, weil, ja. Ne, hättest du dich reingezogen, dann hätte ich da nochmal durchkommen können. Dann ja, hättest du die Verteidigungskarte von dich verplant. Ja. Kleine Fehler sofort ja bestraft. Ja, 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 wirklich. Eigentlich genial. Ne? Und das Schöne ist, man hat ja dieses Missionsbuch halt, wo dann links ist, aber man kann auch selber seine eigenen Karten gestalten und damit hat man eine Schier von unmöglichen Sachen. Wenn man ganz gemein ist, könnte man das Grundspiel sich zweimal machen, hätte man doppelt viel Größe. Ja, wobei, wenn man den ganzen Garten, die noch hat, das sieht man ja. Ja, und dann dauert es ja auch. Wir haben ja auch schon jetzt einige Stunden damit verbracht. Von wegen 120 Minuten. Aber, ja gut, ich muss es auch noch lernen, sag ich mal, aber definitiv Daumen hoch und ja, absolut geniales Spiel und lohnt sich, klar zu empfehlen. Ich muss auch sagen, das kann sogar Risiko vom Thron stoßen, ja, definitiv. Nein, ja, das kannst du gar nicht vergleichen, finde ich. Nee, das ist das bessere Risiko. Also, ja. Also ich glaube, Risiko ist da einfach zu einfach dagegen. Ne? Ja. Und zu glücklastig, ja, wie du schon sagtest halt im Spiel. Ne? Ja, ja, bin ja eh kein Risiko. Daher von uns ganz kleinen Daumen hoch. Ja. Lohnt sich, hat einen riesen Spaß gemacht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne auch kommentieren. Lasst den Daumen nach oben da. Und umso besser, wenn ihr natürlich abonniert oder uns weiterempfehlt, damit wir noch mehr Abonnenten bekommen und noch mehr Spaß und noch mehr größere Community haben und uns noch mehr austauschen können. Von daher, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank zum Zuhören, beim Zuschauen und bleibt gesund. Und viel Spaß beim Angucken der weiteren Videos. Ja, macht's gut. Ciao.